von mir herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion in der Kunsthalle des Kunstvereins Hannover e.V. auf dem Gelände des Kulturtrends zur Faust im Rahmen der Ausstellung Oil Blood Liberty. Mein Name, wie gerade schon angekündigt, ist Jens Rieger. Ich bin Professor für soziale Arbeit und Sozialwissenschaften an der IU International University of Applied Science am Standort Hannover. Ich möchte mich ausdrücklich beim Kunstverein Kunsthalle Hannover für Ihre Einladung und Ihr Vertrauen bedanken und ich werde für Sie heute diese Veranstaltung moderieren. Der Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine hat den Krieg zurück nach Europa gebracht. Neben der militärischen Konfrontation lässt sich bereits erkennen, dass die Folgen des Konflikts entgrenzt und international spürbar sind. Die solidarische Unterstützung der Ukraine durch befreundete Staaten wird konterkariert von nationalen Eigeninteressen, wirtschaftlichen Abhängigkeiten und den Fragen nach sozialen, politischen und ökonomischen Folgen sowie die Auseinandersetzung um die moralische Verantwortung aller mittelbar und unmittelbar beteiligten Akteurinnen aus den jeweiligen politischen Entscheidungen und Handlungen, die aus selbigen resultieren. Entlang dieser Spannungsverhältnisse und Konfliktlinien möchten wir heute gerne gemeinsam mit Ihnen diskutieren. Entsprechend freue ich mich besonders, Ihnen unsere heutigen Diskussionsgäste vorstellen zu dürfen. Ich beginne ganz rechts mit Nataliya Butych. Sie ist Vorstandsmitglied des ukrainischen Vereins in Niedersachsen. Dann direkt zu meiner Rechten Friederike Otto, Autorin und Kunst- und Kulturwissenschaftlerin. Und zu meiner Linken freut mich ganz besonders Gerald Heere von der Partei Bündnis 90/Die Grüne, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und parlamentarischer Geschäftsführer im Landtag Niedersachsen. Erlauben Sie mir bitte, nach der Vorstellung der Diskussionsgäste Ihnen eine kleine inhaltliche Einführung und Explikation der heutigen Veranstaltung zukommen zu lassen. Ich freue mich danach auf eine spannende wie anregende Diskussion. Der Anlass für die heutige Podiumsdiskussion ist bedingt durch das militärische Vorgehen Russlands auf dem Staatsgebiet der Ukraine. Dieser Angriff stellt in mehrfacher Hinsicht einen Verstoß gegen das Völkerrecht dar. Die zentrale Rechtsgrundlage hierfür ist die Charta der Vereinten Nationen, der sich 193 Staaten verpflichtet haben, darunter auch die Russische Föderation. In Artikel 2 Nummer 4 ist das Gewaltverbot geregelt. Ich zitiere: Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete Androhung oder Anwendung von Gewalt. Simpler formuliert: Kein Staat darf militärische Gewalt gegenüber einem anderen ausüben oder auch nur androhen. Artikel 2 Nummer 1 der UN-Charta regelt das Interventionsverbot. Das heißt die Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten verstößt auch gegen die inneren Angelegenheiten der Ukraine. Drittens: Durch die Einbürgerung ostukrainischer BürgerInnen versucht Russland systematisch durch den Verlust von Staatsangehörigen die Ukraine zu destabilisieren, was dann ebenfalls eine verbotene Einmischung in die inneren Angelegenheiten und somit ebenfalls als ein Verstoß gegen Artikel 2 Nummer 1 der UN-Charta gewertet werden kann. Viertens: Die Ukraine ist ein Staat mit Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt. Eine Aberkennung des Rechtes auf Souveränität, wie es vom russischen Präsidenten Putin vorgetragen wurde, ist völkerrechtlich illegitim. Daraus folgt: Das Vorgehen der russischen Armee ist ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht sowie eine Verletzung der Souveränität und Integrität der Ukraine und kann damit als aggressiver kriegerischer Akt gedeutet werden. Berichte über Gräueltaten an der Zivilbevölkerung und andere Kriegsverbrechen, Deportation, Zerstörung von ukrainischen Kulturgütern und mögliche Verstöße gegen die Genfer Konvention in der Behandlung von Kriegsgefangenen zeichnen ein Bild des Schreckens und lassen viele von einer menschlichen Katastrophe mitten in Europa sprechen. Um kurz auf das Völkerrecht zurückzukommen: Ein Verstoß gegen das Gewaltverbot, das heißt ein bewaffneter Angriff, löst das Recht auf Selbstverteidigung für die Ukraine aus. Hier regelt Artikel 51. Dieses Recht kann auch kollektiv ausgeübt werden. Das heißt, andere Staaten können der Ukraine militärisch helfen und dies prinzipiell unabhängig von der NATO. Dies beinhaltete auch andere Formen von Sanktionen, wie den Abbruch diplomatischer Beziehungen, Reiseverbote, das Einfrieren von Konten, wirtschaftliche Sanktionen, was Embargos einschließen kann. Die 27 EU-Staats- und Regierungschefinnen haben sich seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine Ende Februar bisher auf 6 Sanktionspakete aktuell geeinigt. Das 6. beinhaltet ein Teilembargo für russisches Öl, welches primär für die Einfuhren über den Seeweg gilt. Öllieferungen über die Druschba Pipeline aufgrund nationaler Interessen Ungarns, Tschechiens und der Slowakei, welche über keinen Seezugang verfügen, sind nicht betroffen. Die unterschiedliche militärische Unterstützung der Ukraine durch die befreundeten Staaten in Qualität, Quantität und zeitnahem Bedarf, sowie die häufig als halbherzig rezipierte Sanktionspolitik der EU und der Bundesregierung, da die Kriegskasse durch Ölexporte nach wie vor gefüllt wird, haben in der Ukraine, in der Bundesrepublik, in Europa und auf internationaler Ebene für Kontroversen gesorgt. Wenn wir bedenken, dass der militärische Konflikt noch relativ begrenzt verläuft, so lässt sich jedoch deutlich erkennen, dass die politischen, ökonomischen und sozialen Folgen dieses Krieges bereits entgrenzt und somit international spürbar sind. Denken Sie bitte beispielsweise daran. Die Ukraine ist einer der größten Getreideexporteure der Welt. Es besteht eine Gefahr einer Hungerkrise für mehrere afrikanische Staaten durch massive Entwendung von Getreidevorräten durch die russische Armee. Nicht ohne Grund hat der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland von einer Zeitenwende gesprochen. Über dieses Spannungsfeld von wirtschaftlichen Abhängigkeiten und ihren sozialen, politischen und ökonomischen Folgen sowie über die moralische Verantwortung von politischen Entscheidungen möchten wir im Rahmen der Ausstellung Oil Blood Liberty mit Ihnen gemeinsam diskutieren. Diese Ausstellung ermöglicht es KünstlerInnen aus der Ukraine, ihr Werk zu präsentieren. Das Besondere an Kunst in diesen Zeiten ist, wo der Krieg nicht nur mit Waffen, sondern auch mit Worten und Bildern sowie im Internet geführt wird, dass sie eine authentische Botschaft darstellt. Es werden Eindrücke, Impressionen, Reflexionen und Gefühle vermittelt, die häufig nicht mit Worten beschrieben werden können. Aus diesem Grund wird Friederike Otto uns einige Werke sowie das Ausstellungsmotto näher bringen. Auf Basis ihrer Explikationen werden dann Fragen entwickelt und gestellt. Darüber hinaus möchte ich alle RednerInnen bitten, Positionen, die zu den zuvor beschriebenen Spannungsfeldern von wirtschaftlichen Abhängigkeiten und ihren sozialen, politischen und ökologischen Folgen sowie über die moralische Verantwortung von politischen Entscheidungen zu beziehen. Im Anschluss an alle Redebeiträge dürfen dann auch gerne Fragen aus dem Publikum an das Podium gestellt werden. Und die offene Diskussion kann somit anschließend als eröffnet betrachtet werden. Zunächst übergebe ich daher das Wort an Friederike Otto. Bitte. Ja, vielen Dank, Jens. Auch von meiner Seite vielen Dank auch für die Einladung von der Kunsthalle Faust hier. Vorab, ich wurde nicht als ausgewiesene Expertin für ukrainische Kunst hier eingeladen, aber ich bin immer gern dabei, wenn Kunstausstellungen Orte für öffentliche Diskurse und Debatten sind. Auf meiner Internetseite steht, ich führe Menschen zur Kunst und ich führe die Kunst, soweit es mir möglich ist, eben auch in die Gesellschaft hinein. Denn die Kunst ist ja so viel mehr als ein persönliches Erlebnis. Die Kunst ist, das erleben wir ja zurzeit durch eine Vielzahl von Kulturveranstaltungen mit ukrainischen Kunstschaffenden und ukrainischen Werken, eine sehr wichtige gesellschaftliche Stimme. Eine Stimme, die sehr divers ist und die uns sinnlich und geistig miteinander in Beziehung bringt. Diese Stimme könnte, nein, ich würde auch sagen eher sollte, eben auch vielmehr ein ganz selbstverständlicher Bestandteil aller gesellschaftsrelevanten Debatten sein. Die Kunst ist kein Sonntagsthema und Museen sind auch nicht nur für den Urlaub interessant. Und ich bin gespannt, was heute Abend genau in dieser Beziehung, also wir kennen uns ja auch noch nicht miteinander, was da so entsteht. Erlauben Sie mir daher eine ganz kurze Einführung. Wenn ich Kunst sage, dann denken wir dabei ja alle eigentlich an etwas anderes, denn die Kunst gibt es gar nicht. Kunst existiert so nicht, also nicht so wie die Sonne oder der Regen oder die Erde. Kunst ist ein Begriff für ein Tun, das die Menschheit von Anbeginn eigentlich auch begleitet, und Kunst ist ein Vereinbarungsbegriff. Er wird immer wieder neu besetzt. Wir alle tragen dazu bei, was Kunst ist. Sei, kann man sagen. Und Kunst wird hier bei uns in öffentlichen Debatten eigentlich immer noch zu sehr marginalisiert und interessanterweise in totalitären Regimen dagegen als eine nämlich sehr, sehr wichtige gesellschaftliche Stimme total unterdrückt. Kunst wird kontinuierlich neu verhandelt, von uns individuell wie kollektiv und auch politisch durch die Parteien. Und natürlich entfalten der Klimawandel, die Pandemie, die Globalisierung, die digitalen Medien und seit Februar der schreckliche Krieg in Europa neue gesellschaftliche Herausforderungen und damit auch neue Kunstbegriffe, neue künstlerische Ausdrucksweisen und auch Wege. Wenn zum Beispiel Volodymyr Zelensky auf der Biennale in Venedig per Videobotschaft präsent ist, ja, oder ein anderes Beispiel, auch die Liste der Documenta-Teilnehmenden wurde ja in der Zeitschrift Asphalt veröffentlicht und nicht, wie sonst üblich in diesen Hochglanz-Kunstzeitschriften. Das kann man jetzt gut finden oder nicht, da geht es mir gar nicht darum, eine Position zu definieren, aber diese neuen Impulse, die finden ja sehr vielerorts statt und formen auch einen neuen Umgang mit Kunst, mit Gesellschaft. Und in diesem Kontext der heutigen Veranstaltung möchte ich einmal kurz den norwegischen Künstler Morten Travik zitieren. Der hat den preisgekrönten Film Miss Landmine gemacht und hat zum Beispiel auch so eine Skulptur gemacht mit einer Boden-Boden-Rakete, die mit so einem Präservativ umhüllt ist und so. Und der hat einen sehr markanten Satz formuliert: Die Kunst ist das Gegenteil von Krieg. Die Kunst ist das Gegenteil von Krieg. Und damit sind nicht nur die Machenden gemeint, sondern ebenfalls die Betrachtenden. Denn Kunst zu machen und zu betrachten, das bedeutet seiner Meinung nach, und da ist er ja noch nicht allein, zugewandt, offen, neugierig zu sein und sich auch angreifbar machen zu können. Unvorhergesehenes zuzulassen, Zweifel zu haben und vieles mehr. Und wie so viele Kunstschaffende und KunstfreundInnen hat auch er die Hoffnung, dass Kunst einen Beitrag leisten kann, die Wahrnehmung der Menschen nachhaltig in diese offene, zugewandte Haltung zur Welt, der Welt gegenüber und Menschen gegenüber zu entfalten. Und diese transformative innere Wahrnehmungsbewegung ist übrigens auch zutiefst verwandt mit Josef Beuys Konzept der sozialen Plastik. Und ich weiß, das klingt auch für viele Menschen heute noch wie so ein bisschen wie so ein Ponyhof, so etwas naiv, so nach dem Motto, ach, die gute Kunst und die böse Welt, ne, stehen da so gegenüber oder was. Aber sei es drum. Auch natürlich kann man einen Putin auch überhaupt nicht erreichen. Sei es aber auch darum, und aufgepasst, wir leben in einer Zeitenwende, wie du gerade auch schon gesagt hast. Kunst ist ein Begriff, der auch im Wandel ist. Politik ist ein Begriff, der ebenfalls im Wandel ist. Und so ist, wie erwähnt, eben Präsident Volodymyr Zelensky, der ja vor seiner politischen Laufbahn ein Kulturschaffender war, auf der Biennale präsent und sagt dort eben unter anderem auch, die Kunst kann der Welt Dinge erzählen, die sonst nicht geteilt werden können. Und die Kunsthalle Faust lädt uns ein, ukrainische Kunst und Kunstschaffende kennenzulernen, die Beziehung zur Ukraine zu vertiefen, ihre besondere sinnlich-geistige Sprache, aber auch ihren ausgeprägten Möglichkeitssinn und die Eroberung neuer technischer Möglichkeiten und der digitalen Räume kennenzulernen. Der Anlass dieser Ausstellung ist schrecklich, der Krieg in der Ukraine, aber betrifft eben auch uns alle. Und daher finde ich es ganz toll, dass ihr diese Ausstellung gemacht habt. Und der Medienkünstler und Kurator, ich komme jetzt zur Ausstellung, endlich, der Nikita Freebold, du hast ihn schon erwähnt, aus Rakiv zum Beispiel, der hat gemeinsam eben auch mit dir diese Flagge hier entwickelt. Und es ist ein Künstler, der hauptsächlich mit, so liest man das dann, XR, VR, AR, generativer Kunst arbeitet, organisiert und leitet VR-Kunstfestivals und auch Kunstgemeinschaften, also XR Art Ukraine und Crypto Art Ukraine. Und es sind viele Begriffe und Abkürzungen, wo man denkt, what? Da sind, also das ist ein Kennzeichen, es ist hier eine Krypto-Art-Ausstellung, also wir sind hier auch, finde ich, technisch auf einem ganz spannenden Terrain unterwegs. Und wenn Sie nicht alles verstanden haben, ich will es ganz kurz aufklären, es ist eigentlich auch gar nicht so schwer. VR, das ist virtuelle Realität, ne? Die kennen Sie mit der Brille, man kann auch Handschuhe anziehen und man tritt dann in einen imaginären Raum, in einen virtuellen, und kann dort interagieren. AR ist Augmented Reality, die erweiterte Realität. Das ist auch, sagen wir mal, durch eine Brille machbar. Wenn also zum Beispiel ich mir was angucke und dann würde in der Brille erscheinen, ich sehe mir, sagen wir mal, das neue Rathaus in Hannover an und dann steht da so 1913 erbaut und so. Also es ist so eine Erweiterung eigentlich, so Technik. Und XR ist eine Reality, die mit dem X so eine beliebige Variable hat, also das ist so das gesamte Spektrum, so eine Mixed Reality, weil Kunstschaffende ja auch nicht nur immer so ganz streng in einer Sparte sind. Die generative Kunst, die gibt es eigentlich schon länger, das ist das auch, was man Prozesskunst nennt. In diesem Kontext eben, wenn zum Beispiel wenn zum Beispiel Bilder durch ein Computerprogramm geschickt werden, da kommt etwas sehr Unvorhergesehenes heraus, wenn der Prozess sozusagen auch so ein Stück weit abgegeben wird und unvorhersehbar wird. Und dann das Metaverse, also es ist so eine Äquivalenz zum Universum. Das ist ein virtueller Ort, wo wir uns sozusagen mit einer eigenen Identität bewegen, wie so ein Avatar, den man erstellt, und wie in einem Computerspiel läuft man rum, nur dass man dort eben nicht spielt, sondern in diesen digitalen Räumen, das ist wie eine Parallelwelt, da kann man sich halt treffen. Und solche Räume wurden zum Beispiel auch auf der Ars Electronica 2020 gemacht. Und da hat der Kurator hier, Nikita, auch mitgemacht, und das hieß damals in Keplers Garden oder in Keplers Gärten, und das ist eine globale Reise zur Vermessung der neuen Welt gewesen, nur um Ihnen auch mal so einen Eindruck zu geben, in was für Welten die so unterwegs sind. Eine Reise, bei der, wie Sie sagen, nicht wir uns auf den Weg machen, sondern unsere Ideen und Projekte, die ein globales Netzwerk aufspannen, indem wir uns versammeln, um zu diskutieren, was zu tun ist. Und dabei ging es um Autonomie, Demokratie, Ökologie, Technologie, Humanität und die Unbestimmtheit. Und in 120 Orten weltweit fanden damals reale Events statt, und alle haben sich dann aber auch noch eben im Metaverse getroffen, wenn das nicht auch so neue politische Räume sind, die sich da entwickeln. Auch unterrichtet er XR-Kunst, also XR-Kunst, also XR, es ist halt Englisch, ich verfalle da immer wieder in diese Sprachdilemma. Und das unterrichtet er an der Karazin-Universität in Charkiw, also hier in Deutschland muss man solche Orte suchen, wo man mit diesen Technologien so vertraut ist. Er macht auch audiovisuelle Jam-Sessions und viele Dinge mehr, also das muss man auch immer wissen, das ist natürlich immer eine kleine Auswahl nur von dem, was diese Kunstschaffenden machen. Kannst du bitte das zweite Bild machen? Und dieser erste Begriff, den wir jetzt hier mit einbringen, den möchte ich initiieren mit diesem Werk hier, das ja auch die Einladungskarte ist, und das erstaunlich ist, dass es sich im Grunde genommen als Still fast genauso gut erklärt wie in Bewegung, was einfach diese ikonografische Stärke auch dieses Kunstschaffenden ausmacht. Er hat einen Künstlernamen, Hidravlik, und er ist der Begründer des Kunstgenres Cryptogeometry und arbeitet zum Beispiel auch mit Mandalas und mit so wirklich so ganz repetitiven, mit repetitiver Gestaltung, eine deswegen auch sehr meditative Kunst, die uns in den Sog eines endlosen Loops zieht und die Zeit vergessen lässt. Es ist eben auch von einer unglaublich großen Klarheit und Sie sehen das ja, von oben kommt die Flüssigkeit und dann geht es wie in so einer Fabrik, und dann wird eine Kanone daraus, entwickelt sich daraus, und wie in einer Fabrik wird es dann weitergeschoben, indem dann schließlich die Kanone fällt. Und es ist ein in sich geschlossener Kreislauf der Zerstörung, und es ist einer der muss man auch sagen, weil er so ikonisch ist, so stark ist er auch einer der erfolgreichsten Künstler aus dem NFT-Markt. Das ist jetzt die letzte Abkürzung, die ich erkläre. Und also da ist er so, hat er so Spitzenplätze eingenommen. NFT heißt Non-Fungible Token, das heißt eine nicht ersetzbare Wertmarke, und es ist im Grunde genommen ein digitales Zertifikat, und das kann ich kaufen. Also ich kann, das ist gespeichert auf einer Blockchain, und man kann das Kunstwerk, also Sie können dieses Kunstwerk sozusagen kaufen. Deswegen kann es trotzdem jeder sehen, jeder kopieren und so. Da denkt man so, ja, warum soll ich es dann kaufen? Aber stellen Sie sich vor, das ist im Grunde genommen, ist ein NFT sowas wie der Louvre. Ja, da hängt die, da ist die Mona Lisa zu sehen, wir können alle hin, wir können alle Fotos machen und so. Es ist zugänglich, aber es, trotzdem gibt es einen Besitz. Ja, so kann man sich das vorstellen. Abgesehen davon ist diese NFT-Technologie auch nicht nur im künstlerischen Bereich anzutreffen, sondern auch digitale Impfpässe zum Beispiel sind so gemacht, so gebaut. Man muss die ja zertifizieren, man muss sie personalisieren. Das ist eben auch nur per Blockchain möglich in der Form, oder auch Reisepässe und so weiter. Also insofern mal ein kleiner Einstieg hier in, diesen Künstler, der sich mit diesem Thema Oil oder Öl befasst, das ja für Petroleum seit 1860 erst gefördert wird. Also wir leben in einer sehr kurzen Ölphase eigentlich, auch wenn man sozusagen es aus der Erde schon mal so eimerweise raushob, aber jetzt in dem Maße, also seit es Verbrennungsmotoren gibt, das sind ja gerade mal noch nicht mal 150 Jahre, seitdem leben wir mit Öl, und das also wirklich Schlimme eigentlich, wenn man sich das mal vorstellt, ist, dass in dieser kurzen Zeit das Öl unheimlich viele Krisen und auch Kriege im Grunde angezettelt hat. Sage ich mal, die Beziehung von Krieg und Öl, sage ich mal, die ist auf jeden Fall nicht neu und von Anfang an präsent, und die Verbindung von Öl und Waffen eben auch. Und damit würde ich gerne den Ball wieder zurückwerfen. Ja, vielen lieben Dank, Friederike. Den Ball nehme ich gerne auf. Und ja, ich kann mich eigentlich deinen Ausführungen nur anschließen. Der Fluch des schwarzen Goldes zieht sich eigentlich, ja, wie ein schwarzer als auch roter blutiger Faden durch die meisten Konflikte. Dahingehend würde ich dann auch gleich die erste Frage formulieren an unseren Gast aus der Politik, Gerald Heere, und die auch gleich kritisch konnotiert anbringen. Die Europäische Union versucht sich ja jetzt durch die letzten Sanktionspakete wirklich zu emanzipieren vom russischen Öl. Dahinter stellt sich natürlich auch die Frage der Wirksamkeit. Bringen die Wirtschaftssanktionen überhaupt etwas? Ist doch eine Illusion, dass Russland international isoliert ist. Schadet sich die EU nicht nur selbst? Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, dass wir hier zusammen ins Gespräch kommen. Ich glaube, das ist in diesen Zeiten sehr, sehr wichtig, dass wir den Diskurs auch zwischen den unterschiedlichen Ebenen Politik und Gesellschaft führen, weil wir natürlich diese Zeitenwende, von der eben schon die Rede war, natürlich auch immer wieder diskutieren müssen und übersetzen müssen, was heißt das jetzt für die Politik, was heißt das für die Gesellschaft. Mit der Frage springen Sie jetzt sehr tief ins Thema, vielleicht will ich einen Schritt zurück machen. Mich hat an dieser Ausstellung, oder Sie haben gesagt, Kunst ist das Gegenteil von Krieg. Und ich würde ergänzen, Kunst und Kultur bringt uns den Krieg auch nahe, wo wir ja eigentlich weit weg sind, hier im fernen Deutschland. 800 Kilometer ist jetzt nicht so fern, aber doch, wenn man so in den Nachrichten das sieht, ist es so ein bisschen, als wäre es eine andere Welt. Und gerade, wenn man sich diese Ausstellung anschaut, man findet ja immer Sachen, die einem auch persönlich irgendwie doch berühren und diesen Krieg dadurch auch plastischer machen lassen. Also ich zum Beispiel, als ich eben nochmal durchgegangen bin, die Madonna, die in der Subway in Kiew das kleine Baby stillt. Wenn man selber einen 2,5-jährigen Jungen hat und ein zweites Kind unterwegs ist, dann berührt einen so etwas, weil es einfach sehr, sehr plastisch macht, was die Menschen dort vor Ort durchleben. Und ich will noch ein zweites Beispiel bringen, nicht von Kunst und Kultur, die uns das nahe bringt, nicht aus dieser Ausstellung, aber ich folge der Ukrainerin Jaroslava Antipina auf Twitter, die mir jeden Tag nicht nur ein Bild aus ihrem Kiewer Hochhaus schenkt oder der Welt über Twitter schenkt, sondern auch jeden Tag ihren War Coffee. Und mit diesem War Coffee ist sie auch durchaus bekannt und hat viele Follower in der ganzen Welt, und damit hat man jeden Tag nochmal eine Erinnerung daran, was da passiert. Und es ist auch Kultur, die einfach deutlich macht, wir sind eine Welt, und wir haben uns auch darum zu kümmern, dass wir nicht nur sagen, das ist weit weg und es geht uns nichts an, sondern es geht uns ganz konkret etwas an. Und damit komme ich auch ganz gut zur Überleitung zum Öl, weil das ist ja im Kern die Verbindung zwischen was haben wir mit diesem Krieg in der Ukraine zu tun. Wir haben eine gigantische Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen, Öl und Gas insbesondere, die dazu geführt hat, dass wir auch in diesen Kriegszeiten, obwohl er heute 100 Tage lang läuft, auch immer noch jeden Tag die Kriegskasse von russischen Diktator Putin füttern und füllen. Und das ist natürlich eine Situation, mit der er sehr viel Unheil und halt diesen Krieg führen kann und die wir natürlich so schnell wie möglich beenden müssen. Insofern die Frage zur Europäischen Union. Natürlich ist dieser letzte Schritt, wo man jetzt sagt, man versucht jetzt nur die Ölimporte über den Seeweg einzuschränken, aber über die Pipelines geht es weiter, weil es Staaten gibt, die das nicht anders leisten können. Natürlich ist das ein sehr schlechter Kompromiss, aber wir kennen die Europäische Union, sie ist halt langsam, Deutschland übrigens auch, das hängt auch, glaube ich, miteinander zusammen, warum auch die Europäische Union langsam ist. Das liegt nicht nur an Viktor Orban, wie das manchmal so kolportiert wird, sondern es ist natürlich auch Deutschland, die da sehr langsam sind. Aber es ist auch ein Schritt, und auch wenn ich weiß, dass das vielen zu wenig ist und auch mir zu wenig ist, ich würde in dieser Situation erstmal versuchen, jeden Schritt auch wertzuschätzen, weil wir, glaube ich, mit jedem Schritt auch zumindest ein Stück weit näher kommen, Druck auszuüben und vielleicht auch ein Gelegenheitsfenster zu schaffen, dass sich etwas ändert. Also insofern, es ist schlecht, es ist nicht ausreichend, aber es ist besser als nichts, wenn man mal erstmal auf diese erste Frage so antworten würde. Vielen Dank. Dann, Friederike, soll ich weitermachen? Würde ich dich bitten, ja, das nächste Bild vorzustellen. Gut, dann das nächste Bild bitte. Ja, hier sehen Sie die Serie Meta-Heroes von Sergej Melnitschenko. Ich hoffe, ich spreche die jetzt alle richtig auf. Ja, das, korrigiere mich bitte, wenn ich. Sergej Melnitschenko ist Jahrgang 91 und hat schon mit 27 Jahren eine eigene Schule für Konzept- und Kunstfotografie eröffnet, die MYPH, und er ist Mitglied von der Ukrainian Photo Alternative, und er hat in den letzten Jahren an mehr als 150 Einzel- und Gruppenausstellungen in der ganzen Welt teilgenommen. Er macht unglaublich aufregende Serien jeweils, und hier ist es eben die Serie Meta-Heroes, die Sie sehen, wo er wirklich nah an die Menschen rangeht und unglaublich faszinierende, auch sehr humanistisch, würde ich mal sagen, berührende Momente schafft. Er ist Gewinner vieler ukrainischer und auch internationaler Wettbewerbe. Die will ich alle gar nicht zitieren, und seine Werke, das ist auch eigentlich ziemlich beeindruckend immer, die hängen schon wirklich in vielen privaten und öffentlichen Sammlungen. Ich erwähne das nur alles auch, das ist so ein bisschen immer so, so gar nicht dekorativ, sondern einfach zu sehen, was für Künstler hier wirklich auch vertreten sind in dieser Ausstellung. Und Meta-Heroes from Ukraine, das sind Heldinnen unserer Zeit, wo er sich fragt, wer sind die eigentlich, wie sind die beschaffen, was sind ihre Eigenschaften, was ist überhaupt Heldentum, was ist überhaupt eine Heldentat, und sind die überhaupt relevant? Und seine Heldinnen sind, wie man eben hier auch sehr schön erkennen kann, eigentlich alle. Ja? Und er fotografiert sie mit diesen mit so Masken, denn Helden sind ja maskiert immer, ne? Und also so... haben so eine gewisse Eigenart immer hier, aber es geht, das spürt man eben auch, es geht auch unheimlich viel um Menschenwürde und auch die Heldentaten sozusagen eigentlich ja runterzubrechen auf das alltägliche Helfen, auf das alltägliche Unterstützen, auf das auf sozusagen auch diese Ausrichtung auf ein Wir, anstatt immer so diesen einen Superhelden, der die Welt rettet, zu haben. Und darin liegt für mich einfach so eine ganz wichtige Bewegung auch, die zu sehen ist, so dieses, diese Potenz der kleinen Tat, auch jedes Kunstwerk, ja, ist ja einfach nur eine ganz kleine Tat. Da braucht man jetzt nicht immer gleich so einen riesen Aufriss machen, aber diese kleinen Taten, die sind doch so entscheidend, und ich finde, diese Potenz dieser kleinen Taten kann eben Berge versetzen, nicht der große Wurf, sondern eben sozusagen eher eine Wanderdüne, und das kommt gerade dem ganz toll nahe, wie Sie das gerade beschreiben mit dem oder mit den Schritten. Ich habe das mal recherchiert, auch jetzt wegen einer anderen Arbeit mit der Wanderdüne. Es gibt ja auf Sylt die größte Wanderdüne auch Europas, glaube ich. Die ist 30 Meter hoch, 500 Meter breit und 1,5 Kilometer lang, und die bewegt sich jedes Jahr 3 bis 4 Meter, ja. Und wodurch bewegt die sich ja nicht, dass der Wind schiebt die ja nicht voran, ja, sondern der Wind, der macht, dass diese Sandkörner nach oben rollen und dann am hinteren Ende, die Schwerkraft zieht sie dann wieder runter. Und das macht diese Bewegung, nicht? Und das, ich finde, das ist so ein unglaublich gutes Bild für eine Bewegung, die Berge versetzt, sozusagen im wahrsten Sinne. Kann man sagen, ja, kurzfristig gesehen ist es langsam, genau wie Sie eben sagten, aber langfristig umrundet die ganze Welt, die ist überhaupt nicht aufzuhalten. Ja? Und es ist eben auch so, diese Heldentat sozusagen dieses kleinen Sandkorns. Man kann sagen, ja, was kann ich tun, das macht ja, bringt ja nichts, dass dieses komplexe Weltprobleme und ich kann nichts tun, das ist Quatsch. Ja? Also wir wissen ganz genau, was man tun kann, und man kann es tun, und es ist einfach eine Helden, so sozusagen die Tat, das ist dieser Sandkorn, der nach oben rollt. Und ich finde, die Ukraine, also da bin ich ja auch nicht allein, die hat uns wirklich auch gezeigt, wie sie geschlossen in diesen Widerstand gingen, ja, und tatsächlich auch etwas leisten, wo es gar nicht darum geht, dass der Präsident überlegt, ob die Soldaten, die berufsmäßig da eingesetzt werden, in einer Relation zu Russland steht. Das hätten wir doch irgendwie alle gar nicht geglaubt, dass das so einen Wumms macht. Ja? Also diese Bewegung der kleinen Taten sozusagen, und überhaupt finde ich auch interessant, wie diskutiert wird, auch innerhalb der politischen Debatte eben auf dem Feld. Klar wünscht man sich eine Lösung und man will endlich, dass die Kuh vom Eis kommt und so weiter. Aber es ist auf der anderen Seite eben auch wirklich eine brandheiße Zeit. Und ich finde diese, so eine gewiss nicht, also so, ja, also diese Potenz, das wollte ich mal weitergeben, dieses Thema, dass man vielleicht in der Politik, habe ich immer gehört, ja, man muss das von hinten her denken. Warum? Also ich kann nicht wissen, was passiert, wenn ich irgendwas mache. Also klar hört sich das immer so sicher an, dann weiß ich, was ich tue, mit welchem Ergebnis, aber vielleicht ist das auch ein Aspekt der heutigen Zeit, also auch für die politische Gangart, dass man aufgrund der ganzen Komplexität der Aufgaben, die vor uns liegt, einfach nur die kleinen Schritte, also die Methode quasi mal so miteinander festlegt, und dann laufen halt alle so los, und da kommt dann auch was raus. Ne? Das wollte ich jetzt mal so als einen Aspekt in die Runde geben. Vielen lieben Dank, das greife ich mal auf. Mich hat auch diese Bilderserie sehr berührt, und ich denke, die haben auch einen unglaublich leichten Zugang, weil ja doch ein sehr stark popkultureller Bezug hier auch zu finden ist. Das ist übrigens, wenn man das genau sich anguckt, man merkt oder feststellt, es sind nur männliche Helden, wo die Masken vergeben werden, was ja entsprechend männliche Helden, die Masken, es sind ja die Masken, die die Helden machen, die Masken entmenschlichen die Menschen, einiges davon sind auch gar keine Helden, sondern Bösewichten, und einiges davon sind Uniformen. Interessant, wenn wir mal gucken in die Historie dieser Masken, beide entstanden entweder im Zweiten Weltkrieg oder zu Zeiten des Vietnamkriegs. Die älteren Masken, Captain America damals zu Propagandazwecken genutzt, der hat noch gegen die Nazis gekämpft, wenn wir uns die alten Comics angucken. Hier ein Bösewicht gegen Batman, die ja auch in einer dystopisch zerstörten Welt gegeneinander kämpfen. Insofern können wir auch fragen, was machen die Masken mit Menschen, mit einfachen Menschen? Es wurden ja mittellose Menschen, obdachlose Menschen damit versehen, nationalistisch aufgewertet. Das heißt, die Menschen können auch über sich hinaus wachsen. Das heißt, Helden gehen nur aufs Maximum. Dahingehend würde ich meine Frage nochmal an Sie formulieren, wenn ich darf. Und du, Friederike, hast ja auch nach Lösungsoptionen gefragt. Ich würde aber noch eine Äußerung von Präsident Joe Biden mit hinzuziehen, der auch eine Begrenzung schon formuliert hat. Eine Eskalation des Konfliktes auf das Staatsgebiet der Russischen Föderation ist nicht vorgesehen. Vergleichbare Waffen werden auch nicht geliefert. Gleichzeitig ist die russische Armee, wie es aussieht, in große Gebiete im Osten der Ukraine einmarschiert. Sind Maximalforderungen, wie Helden sie fordern würden, nach einer vollständigen Rückeroberung der Ukraine überhaupt noch realistisch? Ja, das ist die doppelte Frage nach erstens, tun wir genug, um die Ukraine dahingehend zu unterstützen, dass dies wieder möglich ist, dass also der Angriff komplett zurückgeschlagen wird und möglicherweise würden die Ukrainer sagen, nicht nur zurückgeschlagen wird in Bezug auf den 25. Februar, sondern sogar zurückgeschlagen wird in das Jahr, was hatten wir, Krim-Annexion 2014 oder sowas. Und dann wäre die Ukraine wieder vollständig frei von der russischen Invasion. Also insofern tun wir genug, um das zu erreichen. Ich glaube, nein. Robert Habeck hat dazu gesagt, wir tun schon deshalb nicht genug, weil wenn wir alles, was tun würden, was wir könnten, dann müssten wir eigentlich mit der NATO direkt irgendwie intervenieren, müssten irgendwie eine Flugverbotszone schaffen, müssten irgendwie uns selber einmischen. Dann würden wir halt mehr tun als das, was wir jetzt tun. Aber das tun wir aus guten Gründen nicht, weil wir Sorge haben, dass halt dieser Krieg dann sehr viel größer wird, ohne dass ich jetzt irgendwie nukleare Schreckensszenarien aufmachen will. Aber also insofern, das tun wir nicht. Tun wir genug, um tatsächlich es zu schaffen, dass zumindest dieser Vormarsch am Ende gestoppt wird. Auch das ist ja im Moment meines Erachtens relativ offen, ob das gelingen kann. Ich hoffe das sehr, aber ich wüsste auch, könnte das jetzt nicht prognostizieren. Also insofern, auch dafür tun wir höchstens grenzwertig genug. Natürlich, auch hier die Europäische Union bemüht sich, die USA natürlich, aber auch die Europäische Union, gerade diese Ringtausche, die jetzt stattfinden, dass man den Ukrainern die Waffen, die sie eher kennen und nutzen in den letzten Jahren, dass man ihnen die zukommen lässt. Aber das hat natürlich auch immer den Nachteil, die sind alle sehr, sehr alt. Also egal, wo sie herkommen, jetzt zuletzt aus Griechenland, 60, 70 Jahre alte Kriegsgerät. Das ist natürlich von ihrer Funktionsfähigkeit jetzt nicht irgendwie das, womit man einen Krieg irgendwie wirklich sehr substanziell gewinnen kann. Also insofern, das ist alles sehr vage, aber auf der anderen Seite natürlich ist es richtig, es zumindest auf diesem Wege erstmal zu versuchen und dann auch nach und nach, das findet jetzt zum Beispiel mit diesen Panzerhaubitzen statt, das ist ja ein Gerät, das die Ukrainer bislang nicht benutzen, da werden jetzt ukrainische Soldaten auch in Deutschland ausgebildet, um halt die benutzen zu können. Das heißt, es findet ja schon eine gewisse Verlagerung auch weg von diesen alten Waffen statt, um überhaupt so ein Gleichgewicht herzustellen. Damit sind wir sehr tief in Kriegsstrategie und ja, wie dieser Krieg vorangeht. Und da würde ich gar nicht behaupten, dass ich irgendwie der Fachmann bin, um das bis ins Letzte beurteilen zu können. Insofern würde ich immer sagen, dieses, was wir vorhin beschrieben haben, diese kleinen Schritte, die zeigen sich auch da. Ich will aber hier nicht nur diesen kleinen Schritten und dieser Wanderdüne das Wort reden, sondern es gibt auch immer einen zweiten wichtigen Punkt. Auf der einen Seite halt, dass es diesen langsamen Fortschritt gibt, auf der anderen Seite aber auch, dass sich bestimmte Gelegenheitsfenster, die Amerikaner, Engländer würden mal Window of Opportunity sagen, Gelegenheitsfenster öffnen, wo es auch mal um einiges schneller gehen kann. Und da möchte ich nochmal auf das Thema Öl nochmal einen Satz zurückgehen. Weil ich glaube, gerade da haben wir nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa durchaus gemerkt, dass diese Abhängigkeit, die zwar in Deutschland besonders groß ist, aber ja auch in vielen anderen europäischen Ländern beträchtlich ist, dass die jetzt ein Gelegenheitsfenster eröffnet, zu sagen, da müssen wir von wegkommen. Also erstmal davon wegkommen, dass das alles aus einem Land kommt. Das ist der allererste wichtige Schritt, weil wir damit halt, wie gesagt, die Kriegsmaschinerie von Putin finanzieren. aber darüber hinaus auch davon wegkommen, dass wir all unsere Mobilität und Wärme und Produktionsprozesse nur aus fossilen Energien erzeugen und damit natürlich auch viel weniger Abhängigkeit überhaupt von anderen schaffen und damit natürlich auch, weil das weiß man ja auch aus Studien aus Afrika oder so, dass viele Kriege werden um Rohstoffe geführt und je weniger abhängig man von Rohstoffen ist, desto mehr gibt es zumindest Chancen, dass solche Kriege ausbleiben oder zumindest weniger werden. Und deshalb dieses Gelegenheitsfenster beschleunigt eine Entwicklung, die es sonst in dieser Art und Weise nicht gegeben hätte. Und deshalb, das sind immer so zwei Bilder, die man nebeneinander stellen muss. Das eine, was sich sehr langsam bewegt, was nun mal auch Politik ist, gerade wenn man sich mit 27 Staaten in der EU abstimmen muss, das dauert halt langsam, immer wieder auch zu lange. Und auf der anderen Seite eben auch immer diese Gelegenheitsfenster auszunutzen. Und da sind wir jetzt, glaube ich, an einem sehr entscheidenden Punkt, der am Ende auch der Ukraine helfen kann, auch wenn das natürlich spät kommt, will ich jetzt nicht sagen. Ne? Also was wäre alles besser gewesen, wenn das irgendwie vor 20 Jahren, wo man diese Entwicklung ja hat absehen können, sowohl die mit Putin als auch die mit der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen hat absehen können und das da schon angefangen worden wäre. Aber zumindest besser spät als nie, jetzt doch wirklich mit großem Engagement diesen Wandel zu befördern. Dafür machen wir auch jetzt Politik aktuell. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, in Anbetracht der Zeit, Friederike, darf ich dich bitten, das nächste Bild vorzustellen? Ja, gerne. Dann das nächste Bild bitte. Bei der nächsten Arbeit, die ist geschaffen von einem Künstlerkollektiv, sind 5 Kunstschaffende daran beteiligt, EVM Art, mit der Arbeit Fear of Chase, was wir hier sehen. Also EVM bedeutet European Video Mapping und das ist nicht das, was wir hier sehen. Diese Projektionsmapping, das kennen wir aber auch alle schon aus Hannover, diese künstlerischen Illuminationen von großen Gebäuden, die aber natürlich so weiterentwickelt sind, dass es ja richtig spektakuläre Möglichkeiten gibt, da Dinge zu projizieren, auch jeweils auf die formalen Untergründe auch eingehend und so. Aber sie machen eben neben diesen künstlerischen Illuminationen, wo sie auch reichlich Preise schon erreicht haben, auf Lichtfestivals in Frankreich 15, in Japan 2016 und 2018, in den USA 2019, 2020 in China, also auch um hier auch nur noch mal zu zeigen, wo die überall tätig sind, mit was für Projekten. Und neben diesem großen Umfang mit Laser- und Lichttechnologien machen sie auch interaktive Installationen, Performances und auch generative Medienkunst, aber sind hier vertreten mit dieser audiovisuellen 3D-Animation, die Sie hier sehen. Fear of Chase ist der Titel, Angst vor Verfolgung, vor der Verfolgungsjagd. Und sie also begleitend zu dieser Arbeit wurde hier der Kunsthalle eben auch ein Text noch mitgegeben von einer Person dieser Gruppe. Und wenn ich das verlese, dann erklärt sich diese Arbeit in gewisser Weise schon auch ein Stück weit von selbst. Er schreibt, Zitat, nun befindet sich mein Land im Kriegszustand mit Russland. In diesem Monat haben meine Familie und ich viel erlebt. Bombenangriffe, Raketenexplosionen, Umsiedlungen, ständige Luftangriffe, die Sorge um Verwandte und Freunde. Zur gleichen Zeit lebt mein Bruder bei Verwandten in Moskau, Russland. Und die haben eine ganz andere Realität. Er glaubt mir und meinen Eltern aus der Ukraine nicht. Er und seine Kinder sehen fern und glauben an eine andere Wahrheit. Es ist sehr beängstigend, dass die Machthaber mit Hilfe der Medien das Bewusstsein manipulieren und Bruder gegen Bruder aufhetzen können. Zitat Ende. Und also dieses Thema, das begleitet uns ja auch. Also das verändert auch unsere Kommunikation, das verändert auch die Politikkommunikation, die Kunstkommunikation, also die gesellschaftliche Kommunikation sehr. Und irgendwie es wird einem ja auch so klar, wie diese, also wir leben ja in so dem McLuhanschen globalen Dorf, könnte man sagen, einerseits und andererseits macht es aber auch diese verrückten hermetischen Blasen, diese Echoräume oder wie man sie auch immer nennt, in denen man dann auch einfach ist und wo auch viel Manipulation passieren kann. Und das steht sich so gegenüber. Das finde ich, also ich kann es selber gar nicht greifen. So einerseits dieses weltweite Netz mit all dem Bewusstsein, das wächst weltweit rasant schnell. Und auf der anderen Seite eben diese Manipulationen, das finde ich, also der Krieg und die Kommunikation, das finde ich auch ein unglaublich spannendes Thema. Und ich finde auch, also wenn ich da mal Fernsehen gucke, dann es wird ja irre viel diskutiert in Deutschland auf allen möglichen Kanälen. Und das ist ja auch wichtig und wir müssen alle reden und deswegen sind wir ja auch hier. Und da finde ich dieses Thema Kommunikation als ein Statement, das also für diese Diskussion eben auch sehr relevant. Das möchte ich gerne übergeben. Ja. Dankeschön auch für die ganzen Stichworte. Das Bild hat auch gut gezeigt und wie du es unterstrichen hast, diese Blasen, denen wir eigentlich alle leben, die wir auch erstmal erkennen müssen. Und auch wie der Künstler selber das geschildert hat, dass eigentlich seine eigene Familie in verschiedene Wahrnehmungs- und Medienblasen aufgeteilt ist. Und das merken wir ja, trägt sich hinein bis in die bundesdeutsche Zivilgesellschaft. Insofern würde ich gerne die nächste Frage bitte an Nataliya Butych stellen. Dahingehend, wir stellen ja fest, es gibt auch prorussische Demonstrationen hier, beispielsweise direkt durch Hannover, Autokorsos fahren. Und mich würde einfach mal interessieren, da du ja auch Vorstandsmitglied des ukrainischen Vereins in Niedersachsen bist, wie rezipieren das die Ukrainerinnen? Wie nehmen die das Ganze wahr? Sehr gute Frage. Also ich würde das nicht auf eine Nationalität begrenzen und diese Blase, die abgebildet wurde und diese Realität, also jeder Mensch sucht sich aus, welche Medien der bezieht und auch ukrainische Verein wird unterstützt von Personen mit unterschiedlicher Nationalität, unter anderem auch von russischsprachigen oder aus Russland stammenden Personen. Deswegen, es geht tatsächlich nicht um Herkunft, sondern die Wahrnehmung und die Bereitschaft, sich zu informieren, ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und auch zu helfen. Also deswegen, also ukrainischer Verein in den, diesen 100 Tagen hat enorm viel gemacht, dank. Das war ein sehr, sehr gutes Beispiel, diese kleine Körner, ja? Initiative von einzelnen privaten Personen, von Unterstützung aus Politik, aber auch Unternehmen und Wirtschaft. Und daraus ist so ein Konglomerat entstanden von Unterstützung, Austausch. Und ich glaube, heutzutage jeder, der seine Meinung infrage stellen möchte, kann das auch tun. Es gibt genug Möglichkeiten, auch, also gerade wenn man mehrere Sprachen spricht oder auch Google Translate nutzen kann, auch unterschiedliche Informationsquellen zu benutzen und auch mit Personen in Gespräch zu kommen, weil wir leben tatsächlich in sehr vernetzter Welt und es gibt zahlreiche Foren, Veranstaltungen und die bieten auch Möglichkeiten zum Austausch. Vielen Dank. So wie hier übrigens. Ja. Insofern vielen Dank auch für diese Antworten, auch das Aufzeigen an Möglichkeiten, was die Zivilgesellschaft tun kann. Dahingehend würde ich jetzt sagen, springen wir bitte zum nächsten Bild. Schon? Gut, ja. Okay. Dann das nächste bitte von Irina Ankles. Storm heißt diese Arbeit und die Künstlerin ist ebenfalls eine sehr multidisziplinär arbeitende Künstlerin und darüber hinaus verfügt sie über mehr als 15 Jahren Tanzerfahrung und ist von daher schon immer fasziniert von den Formen, die sie da entwickeln kann und vor allen Dingen aber auch den Umformungen, die ihr Körper im Raum erschaffen kann. Und die digitalen Möglichkeiten können natürlich diese Umformungsprozesse auch noch weitertreiben und sie können beteiligt werden. Auf diesem Feld, muss man sagen, gibt es also wirklich unglaublich viel tolle neue sinnliche Erfahrungen zu machen. Und eine dieser Erkundungen zeigt sich hier, finde ich, in dieser sehr schönen Arbeit. Und da wir alle in einer digitalen Epoche leben, ob wir nun ja, Natives sind oder Immigrants, es kann nach Irinas Meinung keine moderne Kunst eben ohne auch eine Reflexion diese neuen Potenziale geben. Und sie sagt, so wie das Wasser des Ozeans nicht ruhig sein kann, können wir nicht immer strahlen und fröhlich sein. Besonders wenn die Emotionen aus schwierigen Umständen kommen. Die Bewegungen wurden nach einem Impulsprinzip entwickelt, das sich anfühlt, als würde man von jemandem geschlagen werden und der Körper reagiert darauf. Also es ist sozusagen jetzt also so ein schlagendes Moment entwickelt, digital, also eine AI, also eine Artificial Intelligence, die künstliche Intelligenz eines Algorithmus moduliert sozusagen das Video, sie tanzt, auf dem sie getanzt hat. Und das Ergebnis hier sehen wir, diese Impulse beeinflussen eben auf diese Art und Weise ihren Tanz und lassen einen ganz neuen Tanz entstehen. Und in der Arbeit geht es ihr auch nicht um dunkle Gefühle und Zustände und sondern um das Recht, den emotionalen Zustand durch Tanz, Musik und Kunst auszudrücken und herauszulassen. Und das finde ich immer auch, das ist, muss man auch sagen, es ist so eine Sache, es ist ja Kunst ist ja auch anstrengend, ja, eine Herausforderung ist immer wieder, weil was machen Künstler, die hauen es raus, was sie so, das ist, aber dieses Moment ist so unglaublich wichtig, ja, und diese Möglichkeitsräume, ich finde, das ist in dieser Ausstellung unglaublich gut, so auf so einer ganz sinnlich, aber auch geistigen Ebene so zu erfahren, was für eine neue Zeit, in was für einer neuen Zeit wir auch leben, auch künstlerisch, ja, was da alles passiert. Und diese neue Ästhetik, diese neuen Wahrnehmungsräume, das ist ja auch, das ist eine gewisse Transformation dann auch unserer Wahrnehmung und die transformiert auch unsere Beziehung. Und ich will das einmal kurz herstellen, ich habe ja schon gesagt, Kunst ist ja nicht nur das, was die Künstler machen, sondern auch wir Betrachtende sind Kunst, sind in der Kunst. Ja? Das ist da, wo Kunst passiert, das ist Kunst. Und es ist sozusagen Kunst auch so eine Wahrnehmungsschulung. Ja? Die Frage ist also, navigiert uns unsere Wahrnehmung durch das Leben oder navigieren wir unsere Wahrnehmung durch das Leben? Das wäre natürlich nochmal eine ganz große Frage hier, aber tatsächlich muss man eben sagen, dass diese Wahrnehmungsräume, diese Beziehungsräume eben so wichtig sind, finde ich auch wirklich noch viel mehr in die Gesellschaft zu tragen, also in die Bildung rein, überall, also Kunst das darf nicht nur im Museum stattfinden, das muss eigentlich ein Bestandteil überall sein. Es ist ja nicht das Wichtigste überhaupt, das will ich gar nicht sagen, aber es ist sozusagen dieser eine, und damit meine ich auch die Musik, die Literatur, ganz egal, Kunst, was immer man dann darunter sich vorstellt, wie gesagt, es ist ein Verhandlungsbegriff, aber der gehört eigentlich sozusagen substanziell rein. Wahrnehmung, das ist übrigens auch, was Kurt Schwitters sagte, unser großer hannoverscher Künstler, Merz, so hat er seine Kunst genannt, heißt Beziehungen schaffen, Beziehungen zwischen möglichst allen Dingen dieser Welt. Ne? Und also das sind so Sätze, die, also er schon hat den Kunstbegriff erweitert, das war ja nicht erst Josef Beuys, es ist ja, so eine Idee sozusagen von Transformation, wo man ja auch in der Politik zum Beispiel auch mit Sprachbildern arbeitet oder das ist ja auch eine gewisse kreative Form, wo man mit Menschen Beziehungen schafft, wo man auch eine Sprache schafft, die verstanden wird, die auch alle anspricht und so weiter. Also diese Form, diesen Begriff der Transformation, den würde ich dir gerne jetzt weiterschieben. Ja, vielen Dank. Was immer du damit machst. Das werden wir ja gleich sehen. Erstmal wollte ich mich nochmal für deinen sehr lebendigen Kunstbegriff auch bedanken und für die Hinführung dieses Verständnisses. Das findet sich in der Friedens- und Konfliktforschung wieder. Mhm. Kunst ausleben heißt ja, seine Potenziale auch verwirklichen zu können. Nach dem norwegischen Friedensforscher Johan Galtung ist Gewalt genau das, was die Entfaltung der Potenziale eines Menschen einschränkt. Das, was aktuell ist und das, was erreicht werden kann, die Differenz dazwischen ist Gewalt. Insofern, Nataliya, wir hatten uns ja im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten. Du kennst die Situation der KünstlerInnen, der ukrainischen KünstlerInnen hier in der Bundesrepublik. Können sie sich hier entfalten? Gelingt die Integration? Und was können wir vielleicht als HannoveranerInnen ganz konkret tun, um diesen Menschen zu helfen und sie zu unterstützen, dass sie sich entfalten können? Und dann den Austausch, den du auch hattest, dass wir vielleicht gemeinsam in Interaktion auch kommen, um vielleicht über Interaktion, über Sprache, die ja unglaublich auch militaristisch geworden ist, in den Medien, auf der Ebene der Politik, dass wir das wieder in reguläre Bahnen leiten können? Also es gibt sehr viele Geflüchtete, also Binnengeflüchtete, fast 12 Millionen innerhalb der Ukraine, aber auch außerhalb, also 7 Millionen, 5 davon mit ukrainischer Staatsbürgerschaft und auch aus Drittländern. Viele davon auch kommen hier in Deutschland an, unter anderem in Hannover, weil hier in Hannover wir diesen Drehkreuz haben. Also das ist direkt auf dem Messegelände und da engagiere ich mich auch, also bin auch beruflich unterwegs und sehe diese Menschen und treffe Menschen. Im Verein, wir versuchen natürlich allen zu helfen. Am meisten kommen Frauen an mit kleinen Kindern. Und das ist dann natürlich eine Gruppe, die absolut ungeschützt da ist und müsste fliehen. Wie wir wissen, also Männer zwischen 18 und 60, die dürfen nicht die Ukraine verlassen. Und viele sind da geblieben, aber auch gerade aus Mariupol haben in den letzten Monaten und Wochen einige Künstler unter anderem den Weg gefunden nach Deutschland. Und was wir im Verein schon gemacht haben, wir haben Kulturbüro der Hauptstadt Hannover kontaktiert und extra für die Kulturschaffende auch Informationsveranstaltungen organisiert im Mai. Das wurde sehr gut angenommen, das hieß Welcome Artists. Und also wir haben natürlich über unsere Kanäle Werbung gemacht und ich glaube nicht, dass wir alle erreichen könnten. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es viel mehr gibt, aber wir waren 30 Personen und das waren teilweise Regisseure, Theaterregisseure, also Personen, die dann sich mit Fotografie beschäftigen, auch viele mit Handwerk, zum Beispiel wie Stickerei in der Ukraine, das ist sehr auch populär. Natürlich Musiker, also Musikland Niedersachsen hat auch an dieser Veranstaltung teilgenommen. Und was ich gesehen habe, dass dieser Bedarf an Austausch ist enorm groß, weil natürlich die meisten sind komplett in neuen Umgebung, die kennen hier vor Ort keinen und versuchen tatsächlich in dieser Zeit Kontakte zu finden, Kontakte zu knüpfen. Nicht alle sprechen fließend Englisch, geschweige von Deutsch. Und also man hat gemerkt, wie, also wenn man einen Raum schafft und Personen einfach die Gelegenheit zum Austausch gibt, wie viel da entstehen kann. Also aus diesem einer Sitzung ist schon eine Idee entstanden von einem Theaterstück, das hier in Hannover eventuell also durchgeführt werden kann. Und wir sind hier versuchen, Sponsoren zu finden, also weitere Kulturschaffende zu finden, sodass auch diese Künstler das tatsächlich umsetzen können. Weil jeder versucht, nach seinen Kräften da aktiv zu werden, wo er am meisten Kompetenzen hat. Und so durch Kunst natürlich könnte man diese Gelegenheit nutzen und die Dünen bewegen. Ja. Vielen Dank, dass du auch nochmal diesen Austausch hervorgehoben hast. Austausch, die Kommunikation, einfach dass Menschen miteinander reden, sich austauschen, das ist ja eine Voraussetzung für Teilhabe. Und ich würde gerne noch ein bisschen bei dem Thema Storm bleiben und würde jetzt noch mal eine Frage an Gerald Heere bitte stellen. Konkret hier aus Hannover, eine kleine Problematik in der Praxis der sozialen Arbeit ist aufgefallen, dass Geflüchtete aus der Ukraine andere Teilhabemöglichkeiten eingeräumt bekommen als beispielsweise Geflüchtete aus Afghanistan oder Syrien. Wir haben also eine rechtliche Semantik der Gleichheit, Menschenrechte, Grundgesetz. Gleichzeitig lassen sich in der Bundesrepublik strukturelle Ungleichbehandlungen von geflüchteten Menschen erkennen. Was macht die Politik in Hannover, um dies zu kompensieren? Ja, das finde ich ein sehr konkretes und sehr plastisches Thema, was wirklich sofort auffällt. Also wir haben ja erlebt, natürlich erstmal eine Welle der Solidarität, das ist auch grundsätzlich richtig, und wir wollen natürlich auch den Menschen, die flüchten, Solidarität zukommen lassen, und wir können das auch, wir sind ein reiches Land, es ist nicht so, dass wir irgendwie uns damit schwer tun sollten, weil wir können das, denke ich, auch relativ gut leisten. In der Tat, man sieht Unterschiede zwischen den großen Fluchtbewegungen der vergangenen Jahrzehnte, wo es in anderen Situationen den Menschen sehr viel schwerer gemacht wurde, nicht nur hierher zu kommen überhaupt. Also es fängt ja damit an, dass wir gegenüber der Ukraine signalisiert haben, wenn ihr fliehen müsst, weil in euren Landesteilen Krieg herrscht oder ihr Sorge habt, dass er in eure Landesteile hinüberkommt, dann kommt, unsere Türen stehen erstmal offen, und auch sofort signalisiert, ja, wir zahlen euch Leistungen, jetzt mal in Deutschland, die zum Beispiel über dem Asylbewerberleistungsgesetz sind, während andere Geflüchtete diese Privilegien nicht haben oder, also Privilegien in Anführungsstrichen meine ich an der Stelle natürlich, und auf der anderen Seite auch sowas wie, wir erkennen eure Berufsausbildung an, damit ihr arbeiten könnt und Geld verdienen könnt. Auch das wird anderen Geflüchteten nicht zuteil. Also insofern diese Analyse würde ich hundertprozentig teilen. Da würde ich jetzt sagen, als in Hannover ist es so ein bisschen schwierig, das aufzulösen, weil die Masse von dieser Entwicklung basiert auf Landes- oder Bundesrecht. Das heißt, eine Kommune selber kann da erstmal relativ wenig dran tun. Sie kann sich natürlich bemühen, allen zum Beispiel Wohnraum zur Verfügung zu stellen und dass hier, egal von wo man kommt, natürlich gleiche Bedingungen herrschen. Das sollte auch unbedingt so sein. Aber meines Erachtens ist darüber hinaus halt Landes- und Bundespolitik gefordert, sich jetzt auch noch mal stark zu hinterfragen. Warum gibt es diese bessere Behandlung, privilegiertere Behandlung, weil wir einen Krieg in unmittelbarer Nachbarschaft haben, aber wenn der Krieg 2000 Kilometer weg ist, im Nahen Osten oder also in Syrien zum Beispiel oder in Afrika und von dort Menschen kommen, warum werden die anders behandelt, und das aufzulösen? Also es macht überhaupt keinen Sinn, warum der syrische Arzt nicht als Arzt tätig sein darf oder sich erst nachqualifizieren muss, während der ukrainische Arzt oder Ärztin, es sind ja überwiegend Frauen, die kommen, hier oder Lehrerinnen sofort richtigerweise auch diesem Beruf nachgehen können sollen. Also insofern, ich denke, sagen wir mal so, wenn einmal so ein Dammbruch, also Dammbruch ist jetzt ein schlechtes Wort, wenn einmal so ein Präzedenzfall geschaffen wird, bietet es große Chancen für andere Fälle. Dass man sagen kann, jetzt habt ihr mal gezeigt, eigentlich ist es doch eigentlich möglich gewesen. Es hätte doch eigentlich auch in den vergangenen 10, 20 Jahren schon möglich sein können, mit Geflüchteten anders umzugehen. Und jetzt, wo ihr es einmal gezeigt habt, müsst ihr es auch wiederholen. Und möglicherweise würde sogar ein rechtlicher Zwang daraus erwachsen. Also es könnte jetzt zum Beispiel jemand, der aus Syrien kommt und der nicht die gleichen Chancen hat, auch möglicherweise klagen und sagen, hier werden aber andere Geflüchtete anders behandelt. Und möglicherweise würden dann auch in Deutschland Gerichte sagen, ja, das geht tatsächlich nicht, weil eigentlich müssen alle gleich behandelt werden. Also insofern, vielleicht ist auch das, es ist ungerecht. Es ist der Situation erstmal angemessen zu sagen, wir wollen den ukrainischen Geflüchteten auf diese Art und Weise helfen, finde ich richtig, aber es ist ungerecht, dass anderen nicht so geholfen wird, und man sollte aber tatsächlich, glaube ich, auch da jetzt die Chance nutzen und zu sagen, jetzt kriegen wir hier einen Fuß in die Tür und erwarten, dass diese Behandlung allen Geflüchteten zuteil wird, damit wir halt keine Zweiklassengesellschaft auch unter den Geflüchteten nicht haben. Vielen Dank für diese sehr kritische Reflexion. Das ist ja auch Aufgabe der Politik, das zu tun. Ich denke, der Habermas-Brief ging ja auch ein bisschen in die Richtung, erstmal uns alle zu hinterfragen, Herrschaft zu hinterfragen, Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten zu hinterfragen. Und das muss ja nicht nur nach außen gehen, sondern das darf auch nach innen bezogen werden. Insofern vielen Dank für diese sehr reflektierte Antwort. Und jetzt würde ich sagen, wäre es Zeit Für ein nächstes Bild bitte. Ja, jetzt kommen wir auch zum letzten Bild für diese Runde von Artem Humilewski. Habe ich den richtig ausgesprochen? Mit dem Titel Giant. Ich nehme mal dieses Motto vorweg, dieses Schlagwort vorweg, was ich mit dem anknüpfe, das ist, da komme ich nochmal von vorne, von Josef Beuys Seite her, jeder ein Künstler, jeder eine Künstlerin. Denn Artem Humilewski ist 36 Jahre alt, hat vor 3 Jahren einen Kurs für Fotografie an der Schule von dem bereits schon vorgestellten Sergej Melnitschenko absolviert und ist seitdem ein erfolgreicher Fotograf. Eigentlich hat er Lebensmitteltechnologie studiert, Wirtschaftswissenschaften und war seit 2003 leitender Angestellter eines landwirtschaftlichen Unternehmens. Und so kommt man manchmal auf so wirklich gewundenen Wegen zur Kunst. Ja? Das ist sozusagen, es ist nie zu spät, ne, für die Kunst. Dieses Giant, diese Arbeit bezog sich damals, wie ihr schreibt, auf die Pandemie. Also es ist ja nicht alles, was jetzt ukrainische Kunstschaffende machen, sozusagen ist ja keine Agitation, sozusagen. Also sie schöpfen ja aus ihrem ganzen Tun, wobei man auch hier sagen muss, für uns ist der Angriff Russlands jetzt ein paar Monate her, für die Ukrainer ja schon viele Jahre durch die Annexion der Krim. Also das Thema ist ja auch in der Wahrnehmung nochmal anders sicherlich zu referieren. Aber diese Arbeit bezog sich eben auch auf die Isolation durch die Pandemie, den Abstand und ist seiner Meinung nach eben auch eine brutale Begegnung mit dem eigenen Ich. Das war wahrscheinlich auch so ein Anstoß, der ihn zur Kunst führte, unter anderem 2019. Und es wurde für ihn zu einem ganz erstaunlichen Abenteuer, einer ganz neuen Selbsterkenntnis in diesem Prozess des Kennenlernens entstand die Serie Giant. Und er schreibt, während der Quarantänezeit begann ich zu Hause inszenierte Selbstporträts zu machen. Auf dem Foto, das den Anfang der Serie bildete, scheine ich mich hinter Zimmerpflanzen in der Ecke zu verstecken. Schade eigentlich, dass wir das Bild jetzt nicht hier haben. Es ist wunderbar. Was symbolisch und prägnant den bestehenden toten Zustand eines jeden Menschen während einer Pandemie bezeichnet. In meinen nachfolgenden Arbeiten wende ich mich zwar der Selbstironie zu, erlebe aber dennoch, indem ich mich nackt fotografiere, Momente der Selbstakzeptanz. Zitat Ende. Also das ist auch wieder dieses mutige Raushauen Kunst ist eben zum Beispiel auch, hat also eigentlich auch wenig zu tun mit Selbstverwirklichung. Das ist auch etwas, was ich ja oft höre von Menschen. Ja? Auch in der Kunst, da kann man sich so schön selbst verwirklichen. Und das wären sozusagen auch die Sichtweisen der Künstler, die wir hier sehen. Ne? So sehen die halt die Welt. Das ist Quatsch, das war eigentlich auch schon immer Quatsch. Das ist ein großes Missverständnis, das Selbst. Das ist eben ja auch nur ein Begriff wie die Kunst, das muss ja irgendwie besetzt werden. Und darin ist erstmal ist da gar nichts groß zu finden. Das Selbst wird besetzt und es ist sozusagen diese Selbstbesetzung, das hat zum Beispiel der Dichter Arthur Rimbaud ganz toll ausgedrückt, der hat ja diesen Satz geprägt, je est une autre, also nicht je suis une autre, ich bin jemand anders, sondern ich ist ein anderer. Ja, darin steckt sozusagen auch so dieses Potenzial, sozusagen nicht zu sich selbst zu finden, sondern sich selbst zu entfalten, sich rauszuhauen, sich zu verbrennen, sich zu vergeuden sozusagen im besten Sinne. Also auch diese Bewegung, die nicht so in diese introverte Bewegung, sondern extrovert ist, ich ist ein anderer, so eine Art. Und es ist auch so, wenn Sie in der Kunst zum Beispiel erleben Sie häufig, dass Kunstschaffende sich künstlerische Namen geben, also andere Namen, so ein alter Ego schaffen, ja? Oder manchmal sogar sehr viele alter Ego, wie Kai Friedrich Reuterswert gerade im Sprengelmuseum, der da zu sehen ist mit also einer ganzen Reihe von Pseudonymen. Es ist sozusagen für mich ja sozusagen so ein schöner Schlusspunkt für eine Diskussion, die dann auch nach außen geht, wo man sagen kann, dieser Mensch hat sich selber mit seiner Spontanität und Offenheit und entdeckt und übrigens der Verkauf wahnsinnig gut. Also der ist, es sind wunderbare Arbeiten entstanden. Ja, jeder ein Künstler und eine Künstlerin. Ich übergebe. Vielen lieben Dank. Das Bild ist übrigens ganz interessant und die Frage hatten wir ja vorhin schon geklärt. Ganz rechts sieht man, ich weiß nicht, hier ist es ein bisschen verschwommen oder dieser Balken ist davor, noch im Hintergrund ein Windrad von der Befeuerung der neuen bzw. erneuerbaren Energien, hatten wir ja vorhin schon gesprochen. Insofern das vielleicht auch schon was Perspektivisches, was dann sich am Horizont schon an Entwicklung auch abzeichnet. Davor natürlich die brennenden Felder und das ganze Feld auch leergefegt. Und es stellt sich natürlich die Frage, wenn man ein Gentle Giant werden will, braucht man natürlich auch genug zu essen. Und wir wissen alle, die Felder in der Ukraine sind leergeräumt. Und dahingehend nochmal meine Frage entsprechend an Gerald Heere bezüglich der Ernährungssituation, besonders in den afrikanischen Staaten. Wir wechseln also mal den Kontinent und auch die Perspektive. Rechnen Sie ob der geringeren Verfügbarkeit von Getreide auf dem Weltmarkt in den afrikanischen Staaten mit einer Hungersnot? Und was können wir unter Umständen tun, um dieser humanitären Katastrophe präventiv zu begegnen? Ja, ist in der Tat eine der weiteren Auswirkungen des Krieges, die Ernährungssituation in anderen Ländern der Welt, insbesondere in Afrika, die halt sehr stark abhängig ist von Getreidelieferungen aus der Ukraine, aber zum Teil auch aus Russland, die nicht stattfinden aktuell, die zum Teil geplündert wurden, das haben Sie vorhin in der Anmoderation gesagt, und nach Russland geliefert wurden, die zum Teil aber auch noch in der Ukraine sind und nicht abtransportiert werden können, weil die Lieferungen ursprünglich immer übers Meer gingen und da dort die Seewege blockiert werden durch die russische Marine, sie deshalb das Land nicht oder nur sehr langsam verlassen können. Ich habe jetzt letztens gehört, das war irgendwie 2, 3 Tage her, dass die Deutsche Bahn jetzt ein Angebot gemacht hat, zu sagen, hier, wir versuchen jetzt mit eigenem Material, sofern das überhaupt geht, ich kann das gar nicht beurteilen, ob das schon alleine das Schienenwegenetz dort kompatibel ist, aber jedenfalls dort mit eigenen Anstrengungen mehr Züge rauszuschaffen, um auf die Art und Weise zumindest einen Teil der in den Silos befindenden Getreidemengen dort raus zu transportieren. Das ist sicher sinnvoll, aber wahrscheinlich am Ende ja auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also nur ein Teil der eigentlichen Menge wird abtransportiert werden und noch schlimmer, es müssten ja eigentlich die Felder neu bestellt werden. Und das findet ja auch in Teilen der Ukraine gar nicht statt, in anderen vielleicht schon, aber wie dann die Aussichten sind, das am Ende auch dort wegzukriegen, wissen wir natürlich nicht. Also insofern ist natürlich schon zu befürchten, das, was ja viele Wissenschaftler auch sagen, dass diese Auswirkungen tatsächlich dann in Ländern, die sehr stark abhängig sind durch diese Getreideimporte aus der Ukraine, dann tatsächlich Probleme in der Ernährungssituation bekommen werden, sei es dieses Jahr oder vielleicht auch erst nächstes Jahr. Und dass natürlich unsere Verantwortung ist, darüber zu sprechen, wie kann man das kompensieren? Also was können wir dazu beitragen, mehr eigenes Getreide möglicherweise auch aus der EU exportierbar zu machen. Da gibt es ja auch diverse Vorschläge, dass man Flächen, die eigentlich brach liegen, jetzt vielleicht zusätzlich bewirtschaftet. Oder anderes Beispiel, dass man Flächen, die für Biogas genutzt werden, dafür eben nicht nutzt, weil das Wichtigste ist, dass erstmal Menschen leben können. Natürlich ist es sinnvoll, in einem gewissen Umfang Biogas oder Biosprit oder sowas zu erzeugen, aber natürlich nicht auf Kosten der Ernährungssicherheit. Also insofern, das, soweit ich vernommen habe, das ist vor allen Dingen ein europäisches Thema, weil die EU natürlich die Agrarpolitik komplett vergemeinschaftet hat. Das heißt, diese Fragen werden immer in Brüssel geklärt, natürlich mit den Mitgliedstaaten, aber sind da auch Thema. Also ich habe zumindest Cem Özdemir, der ja jetzt aktuell Agrarminister Bundesagrarminister in Deutschland ist, vernommen, dass die da schon genau sehr kritisch auch über diese Fragen diskutieren. Wie kann man möglicherweise auch aus der EU einen Beitrag zur Lösung dieser Problematik leisten? will aber nicht unerwähnt lassen, dass das natürlich nicht das Problem an der Wurzel packt. Das Problem an der Wurzel ist natürlich, dass wir viele Länder, insbesondere in Afrika, haben, die keine eigene nennenswerte Ernährungsproduktion jetzt in so einem Maßstab haben, dass man da die komplette Bevölkerung ernähren kann. Und das hat ja eine große Zahl an Gründen. Das hat Gründe, weil zum Teil Produkte aus anderen Teilen der Welt viel günstiger dahin exportiert werden können und damit die lokalen Märkte kaputt machen. Das hat ökologische Gründe, weil dann natürlich sich auch durch den Klimawandel die Situation verschärft hat, Wasserknappheit, Hitze etc. Das heißt, natürlich ist es wichtig, dieses Problem, weil es jetzt ein ganz akutes ist, irgendwie anzugehen, aber auch das ist wieder nur eine kurzfristige Problemlösung. Auch hier müssen wir einfach, und das zeigt sich halt in ganz vielen Teilen dieser Krise, auch anders mit unserer Welt umgehen und versuchen halt die Menschen auch vor Ort wieder die Möglichkeit zu geben, selber dafür zu sorgen. Und dazu zählt halt an erster Stelle vor allem den Klimawandel zu bekämpfen, dass es nicht noch schlimmer wird. Es ist ja schon schlimm in vielen Teilen der Welt. Also deshalb auch das mahnt uns. Das Windrad ist ja auch an dieser Stelle ein Symbol für auch diese Frage. Vielen Dank nochmal für die Einschätzung und auch der Explikation der internationalen Zusammenhänge. Das war jetzt keine ganz einfache Frage, das räume ich auch ein. Insofern auch, dass Sie nochmal herausgestellt haben, wie wichtig eigentlich weitere Fragen sind. Der Krieg überlagert ja gerade eigentlich das Denken und auch die mediale Berichterstattung, und dass wir Problematiken wie den Klimawandel haben, der auch dessen Folgen ja schon unmittelbar da sind, dass wir die bitte nicht aus dem Auge verlieren sollten. Bevor wir jetzt in die Podiumsdiskussion gehen, eine letzte Frage hätte ich noch an Sie. Im Oktober wird ja auch gewählt. Wenn im Winter das Gas knapp wird, werden dann die Hütten der Menschen oder die Paläste der Industrie beheizt sein? Die Hütten der Menschen, das ist auch richtig so. Das ist ja auch bei der Bundesnetzagentur so vorgesehen, dass natürlich die primäre Zugang zu Gas erstmal zu Heizzwecken genutzt werden soll. Wir hoffen natürlich, dass es zu dieser Situation nicht kommt. Es gibt ja diverse Anstrengungen, jetzt schon die Speicher zu füllen. Das ist ja aktuell auch regulatorisch so umgesetzt worden, dass da die leider ja russischen Betreiber unserer Gasspeicher nicht mehr einfach die leer lassen dürfen, sondern dass der Staat, der jetzt da eingegriffen hat, das ist natürlich sehr wichtig. Und natürlich auf der anderen Seite ist ja avisiert, dass voraussichtlich Anfang 2023 die ersten Flüssiggasterminals, zumindest die schwimmenden Terminals, in Betrieb gehen sollen, und man dann auf die Art und Weise auch Flüssiggas, das eben nicht über die Pipelines aus Russland kommt, sondern aus aller Welt dann kommen könnte, dann auf die Art und Weise nutzen kann. Ob das jetzt für alles ausreicht, weiß man heute noch nicht, aber da gibt es ja eine klare Prioritätenreihenfolge. Also in jedem Fall ganz klar ist, dass die Zwecke der Beheizung für Privathaushalte die oberste Priorität ist, und die wird, also da gehe ich von aus, dass es auch dort keine Probleme geben wird. Für Zwecke der Industrie muss man dann schauen. Da haben wir halt natürlich eine ganze Reihe an Problemlagen, die wir nicht ausblenden können. Also der Wirtschaftsstandort, also Sie hatten ganz am Anfang das Spannungsfeld auch mit Wirtschaft, Krieg, Wirtschaft und wie wir selber damit umgehen. Und die Forderung jetzt sofort, Gasembargo, gar nichts mehr, damit wir Putin auch keine Gelder mehr für diesen Rohstoff geben, kann ich sofort nachvollziehen. Aber auch wenn es mir schwerfällt, ich habe immer ein Verständnis dafür gehabt, dass wir es leider nicht machen können, weil es halt a, Teile unserer Wirtschaft zerstören würde. Da kann man halt sagen, naja gut, andere leiden auch darunter. Aber ich denke, es würde auch eine gewisse Leistungsfähigkeit in Frage stellen. Bis dahin, dass zum Beispiel, es wird ja jetzt auch viel über Waffenlieferungen geredet, also unsere Rüstungsindustrie ist zum Beispiel abhängig von Gas. Also was bringt es uns, wenn wir jetzt sagen, wir stellen jetzt Gaslieferungen ein und dann können wir aber die geforderten Waffen oder Munition nicht mehr liefern, weil wir da zum Beispiel gar nicht mehr die Leistungsfähigkeit haben, die quasi durch Gas, nicht Gas für Stromerzeugung, sondern Gas, weil man dann Prozesswärme hat, die sehr hoch sein muss, die man eigentlich irgendwann nur mal mit Wasserstoff ersetzen kann, was ja auch richtig ist und was der eigentliche Weg ist. Also insofern, das ist keine leichte Diskussion und der stelle ich mich auch und sage, jawohl, ich weiß, dass das eine schwierige Position ist zu sagen, wir müssen erstmal vorübergehend weiter Gas aus Russland abnehmen, aber wir arbeiten halt, und das ist die eigentliche Antwort daran, nach und nach unabhängig zu werden. Und das ist ja, es ist ja deutlich reduziert worden jetzt schon. Und da ist halt der eine Schritt, wie gesagt, andere Lieferländer. Aber auch das ist nur der kurzfristige Schritt. Das ist so ähnlich wie bei der Ernährung, wo wir sagen, andere Lieferländer wie EU, auch das ist der kurzfristige Schritt. Aber auch da der langfristige und eigentlich wichtige Schritt ist, wegzukommen von fossilen Rohstoffen und eben auch von Gas. Und da gibt es halt Alternativen für die Erwärmung von Häusern sowieso, weil da gibt es Wärmepumpen, da gibt es Solarthermie und so weiter. Also da gibt es ja diverse Möglichkeiten, wo man schon kein Gas mehr braucht. Oder selbst bei Fernwärme, natürlich, die muss irgendwie hergestellt werden, aber auch da gibt es ja diverse Möglichkeiten, ohne Gas das zu machen. Und bei der Prozesswärme, das ist halt der spannende Faktor überall in den Fabriken, in den Industrien, bei der Glasindustrie, bei Porzellan und so weiter, wo man hohe Temperaturen braucht. Da ist es halt überwiegend Wasserstoff und da muss halt jetzt rangeklotzt werden. Und auch da würde ich sagen, haben wir gerade dieses Fenster der Möglichkeiten jetzt gerade offen, jetzt müssen wir durchgehen. Und das bedeutet aber auch, dass alle da an einem Strang ziehen. Und wo Sie eben angesprochen haben, dass am 9. Oktober in Niedersachsen Landtagswahl ist, hier würde ich zum Beispiel als Oppositionspolitiker immer sagen, auch da muss die niedersächsische Landesregierung nochmal deutlich mehr machen, als sie das bislang gemacht hat, und würde mich immer auch als Alternative anbieten, dass wir das besser machen würden. Gerne. Insofern, das war, denke ich, dann auch eine schöne Überleitung, was Opportunitäten angeht. Und insofern sind wir jetzt im Prozess der politischen Willensbildung angekommen und das... Liebe Gäste, Sie dürfen hier entsprechend jetzt auch Fragen an das Podium stellen. Bitte, die offene Diskussion ist eröffnet. Bitte sehr. Erstmal möchte ich mich bedanken. Das ist wunderbar gemacht worden, auch von Friederike Otto. Das ist eine neue Entdeckung für mich, übrigens auch persönlich. Ich habe da so ein paar Fragen mir aufgeschrieben. Also mein Name ist Ingoli, bin hier Mitglied in dem Verein. Es ist nicht die Kunsthalle Faust, sondern die Kunsthalle Hannover, die das Ganze veranstaltet hier. Ja, ja, vielleicht mal für die Zukunft. Ja, Kunstverein natürlich. Wir haben natürlich auch dieses Element ziemlich zu Anfang angesprochen, oder ihr habt das angesprochen. Da ging es immer um Kunst und Krieg. Es geht heute sowieso praktisch am meisten um Kunst und Krieg. Und da ist die Frage natürlich Kunst, von wem auch immer das kommt, Kunst versus Krieg, gewissermaßen Kunst das Gegenteil von Krieg. Was natürlich auch, ich glaube, dieser Spruch ist wohlfeil, toll gemacht, aber wohlfeil. Weil auf der anderen Seite ist natürlich Krieg auch gewissermaßen eine Befeuerung, eine ästhetische Befeuerung. Das ist merkwürdig, aber es ist schon da. Also das heißt, Krieg fordert ästhetische Bilder. Das heißt, die Kunst setzt das auch teilweise dermaßen um, die Ästhetik. Obwohl die jetzt zum Beispiel in den nicht kriegerischen Zeiten, vielleicht haben wir die schon mal gehabt, in den, sagen wir mal, amerikanischen Blockbustern bombastisch haben, oder nicht nur amerikanische, sondern übrigens russische Blockbuster, die vor allem im Osten zu sehen sind. Das ist so ein Element, das wollte ich mal anführen, dass es also nicht nur Kunst tut Gutes und ist nett und freundlich, sondern sie hat auch in sich selber übrigens auch Gegnerschaft. Also das darf man auch nicht vergessen. Also Kunst ist nicht das Gute, aber man, das ist gut, dann live mal. Ja. Kunst, übrigens kann Kunst, nur so sagen, ist nur so ein paar Sachen, wegen der verschiedenen Wahrnehmungen, die man zum Beispiel in Russland hat, die Brüder, um den vorhin gesprochen worden ist. Und es ist natürlich so, man könnte sagen, eventuell ein Volk, das nie sagen wir, Freiheit hat erwerben können, wie das russische Volk. Ja. Es ist tatsächlich in der Lage, mündig zu sein. Ich wage es zu bezweifeln. Und da ist die Frage natürlich, kann Kunst tatsächlich zur Mündigkeit verhelfen? Also dazu verhelfen, dass ein Mensch mündig wird, dass sogar eine Gemeinschaft mündig wird, dass sogar ja, ein Volk mündig wird, naja, ob man das überhaupt in Maßen, aber sondern durchaus auch im kantischen Sinne. Das sind erstmal so ein paar Fragen an alle vier. Soll ich kurz? Ja, also vielen Dank für diese Anmerkung. Natürlich, ich habe jetzt natürlich zu einer ganz prägnanten These gegriffen, als ich den norwegischen Künstler zitiert habe, mit Kunst ist das Gegenteil von Krieg, und das kann man auch zahlreich auf jeden Fall belegen, aber natürlich kann man auch absolut kontrovers verhandeln. Deswegen habe ich gesagt, Kunst ist ein Verhandlungsbegriff, und das ist das Wichtige, es ist unsere Verantwortung. Also es ist nicht so, dass irgendwas gut ist oder schlecht, sondern wir machen das gut oder schlecht. Oder wir sind miteinander gut oder schlecht. Also es ist sozusagen auch gar nicht, also Freiheit ist toll, steht im Grundgesetz, aber was soll, es ist mir doch egal, also es bringt ja nichts. Das bringt doch nur was, wenn wir auch Organe haben, die das umsetzen, die Gerechtigkeit, Freiheit, Frieden, solche Dinge umsetzen. Und das ist das sozusagen, dieser politische Raum, und dafür kann man eben über Begriffe debattieren, aber also das war mir eben auch wichtig mit diesem Raushauen, ja, dass mit jeder ein Künstler, es kommt eben auch einfach aufs Machen an, nicht? Und in gewisser Weise ist ja eine gute Politik auch eine Kunst, sag ich mal. Also das sage ich jetzt wirklich voller Überzeugung in diesem Bereich, weil ich hier heute sitze mit diesem erweiterten Begriff. Und von daher, ja, man kann es auch umdrehen, und auch ist die Bildhaftigkeit von Attacken, die Ikonografie des Schreckens ein riesen mediales Thema, und auch mich erschreckt die Faszination, und andererseits ist es aber auch verständlich, wenn man sich da wieder befasst. Das ist ein Riesenthema, das will ich gar nicht bestreiten. Aber es war jetzt an dieser Stelle einfach wichtig, mir zu vermitteln, dass es eben in diesem Handeln liegt und nicht am Begriff. Nein, das verstanden auch sehr gut nochmal, aber dass zum Beispiel jeder Mensch ein Künstler ist, ja? Das ist ein wunderbarer Gedanke, der übrigens eine Ergänzung bedarf, natürlich, weil er an der sozialen Plastik mitarbeitet, also am Gesamten. Dadurch sind wir alle tatsächlich Plastiker, also sozusagen. Aber zur Kunst braucht es auch Mut. Das heißt also, die Aufforderung, jeder Mensch soll auch da ein Künstler sein, es braucht auch Mut dazu. Ja. Und das heißt Kraft, sicherlich, aber vor allem Mut. Auf jeden Fall, ja. Also das ist ja auch nicht einfach umzusetzen. Wenn ich das ergänzen darf, ich finde das Bild, jeder ist Künstler oder könnte Künstler sein, und natürlich braucht es Mut, um auch das darzustellen. Ich würde das ergänzen, weil ja auch eben von Politik als Kunst so ein Stück weit, das ist eine gewisse Kunst. Ich finde, jeder könnte und sollte auch Politiker sein. Also das heißt nicht, dass jeder in die Politik gehen muss, aber so ein klassisches Zoon-Politikon oder so, also dass man irgendwie so ein sozial und politisch denken und handelnder Mensch, der auch irgendwie Verantwortung für andere übernimmt und irgendwie sich nicht nur als Egoist, als klassischer irgendwie Homo economicus sieht, so. Also wenn man das mal auf diese Ebene bringt. Und das wäre natürlich sehr gut, wenn wir da dieses Verständnis in viel mehr Teilen der Bevölkerung hätten, was natürlich auch zum Beispiel politische Bildung bedarf und so weiter. Das ähnlich, glaube ich, auch mit der Kunst ist. Auch da braucht es mehr Zugangsmöglichkeiten, damit auch jeder das miterleben und teilen kann und aber auch sich selber dann auch verwirklichen kann in so einer Hinsicht. Und wenn ich einen Satz noch ergänzen darf, weil Politik ist auch eine Kunst und kann gut und schlecht gemacht sein, wie auch Kunst selber. Und was wir jetzt gerade erleben, ist halt, dass offensichtlich über Sprache durchaus viel mehr Zwiespalt und Unsicherheit und so weiter auch gutiert wird in Politik. Früher war immer nur, wir machen das so und so, klare Linien, und das wurde irgendwie gut geheißen. Das ist der Weg, mit dem können wir irgendwie alle überzeugen. Also so eher so die Macher Typen, in dem Fall extra ungegendert, weil es in der Regel Männer waren, die halt gesagt haben, wo soll es lang gehen? Und je überzeugender die das rübergebracht haben, desto mehr sind ihnen gefolgt. Und es wandelt sich langsam ein bisschen, dass Sprache in der Politik auch Zweifel und auch Differenziertheit und auch viel mehr erklären und dass das gutiert wird und nicht mehr der, ich weiß genau, wo es lang geht, sondern es ist halt nicht alles schwarz-weiß. Wir können vieles versuchen und wir haben eine gewisse Ahnung, was besser ist als etwas anderes, aber es ist nicht so, dass wir hundertprozentig wissen, was das Richtige immer ist und das auch transparent zu machen, das scheint mir aktuell ein Modell zu sein, was viel besser ankommt und da werden noch viele umlernen müssen und dass das jetzt eine neue Generation vielleicht auch in der Politik erbringt, wo man mit der Art und Weise die Gesellschaft viel mehr gewinnt, als wenn man nur sagt, das ist der Weg und glaubt mir und traut mir, ich weiß, wie es geht. Bitte. Ich möchte vielleicht mal eine kritische Frage, die vielleicht besonders dramatisch auch für die Ukraine ist, aber vielleicht eine Einschätzung an euch. Wie weit seht ihr jetzt die Ukraine, den Krieg in der Ukraine als exemplarisches Beispiel dafür, dass die Menschheit sozusagen mit ganz vielen neuen Herausforderungen konfrontiert ist, die eigentlich schon altbekannt sind, die jetzt aber sich so zuspitzen in diesem Konflikt, dass sie so existenziell sind, dass wir eigentlich nur noch, wenn man so richtig kalkuliert, vielleicht noch ganz glatte 10 Jahre haben, bis hier irgendwie die ganzen Prozesse, was Umwelt betrifft, was die Klimaveränderung betrifft und viele andere, auch die Konflikte innerhalb dieser Kriegsgesellschaften sozusagen, Diktaturen, dass wir da im Grunde nicht mehr viel Zeit haben, um diese Probleme zu lösen und dass die Ukraine vielleicht so ein exemplarisches Beispiel ist. Ist das auch so eure Einschätzung, dass das sich daran nochmal zuspitzt? Die Situation auf der Welt ist ja gerade nicht ganz einfach. Die Demokratien sind zahlenmäßig im Rückgang begriffen aktuell, das ist ein Problem. Gleichzeitig finden wir in vielen demokratischen Gesellschaften ein, ja, wie ich finde, zivilisatorischen Rollback. Das findet zum Teil auch in der Bundesrepublik statt, zum Teil auch ein Rechtsruck, lässt sich in bestimmten Bereichen beobachten. Auch die Argumentation beispielsweise der Ökologiebewegung, es ist 11:55, das ist ja eigentlich eine fatalistische. Ich vertrete hier eigentlich gerne eine andere Position, dass wir vielleicht eher dann nach Momenten des Gelingens oder besonderen positiven Beispielen suchen sollten, um uns daran zu orientieren, dass die eine Leuchtturmfunktion entsprechend auch haben können, da Beispiele nehmen, das dann durchaus auch mit Politik, Wissenschaft und Kunst gemeinsam reflektieren und dann vielleicht ja auch über die Kunst, um nochmal die beiden Fragen auch zu verbinden, hier eine neue Mündigkeit herstellen können. Auch, ich weiß gar nicht, um nochmal auf die vorige Frage einzugehen und dann danach auf deine bitte, ob das man vom russischen Volk sprechen kann. Es gibt ja kulturliche Entwicklung in der Vergangenheit, wenn wir an die Erfindung des Buchdrucks denken, dann der Zeitungsdruck, ohne den sich die Idee des Nationalismus überhaupt nicht verbreitet hätte, dann hätten wir keine französische Revolution gehabt. Insofern würde ich das absolut bejahen, dass man durch Kunst Mündigkeit herstellen kann, was dann in politischen entsprechenden Entscheidungen dann auch schwerwiegender Natur dahingehend Revolution oder Erfindung von neuen Systemen, Erfindung eines neuen Zusammenlebens letztendlich dann auch münden kann. Und das ist vielleicht auch das, was die Russische Föderation, die ja sehr divers gestaltet ist, wir haben so viele Nationalitäten, so unglaublich viele Ethnizitäten, ganz, ganz viele Sprachen, dass wir das vielleicht zusammenführen können und gar nicht so fatalistisch denken. Dieses fatalistische Denken haben wir ja auch gerade in diesem Konflikt. Wir haben zwei unglaublich aufgeladene Nationalismen oder nationale Narrationen, die gegeneinander antreten. Die bröckeln ja auch so langsam, wenn wir ganz, ganz, ganz genau gucken. In den Gesellschaften wird es langsam diverser. Es gibt die Mütter aus Stahl, die eigentlich nicht damit zufrieden sind, dass ihre Männer, dass ihre Söhne nicht wiederkommen. Auf russischer Seite, wenn wir ganz, ganz genau gucken, es kommt ja nicht viel durch den Filter, aber es kommt einiges durch. Sehen wir auch, dass Teile der Bevölkerung damit nicht einverstanden sind. Die Mütter fragen sich auch von ihren wehrdienstleistenden Söhnen, wo sind die denn jetzt hin? Da wird ihnen ein bisschen Geld geboten. Die sind sicherlich auch nicht zufrieden. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht gemeinsam, auch wenn das jetzt utopisch formuliert ist, vielleicht nach Wegen suchen sollten. Kommunikationsräumen, was du angeboten hast vorhin, das ist eigentlich der richtige Weg, dass die Menschen sich austauschen und dann vielleicht auch fragen, wie können wir gut gemeinsam zusammenleben. Und dieses Gut muss halt gemeinsam definiert werden. Das, um jetzt auch mal noch vor diesem Konflikt zu sprechen, das ist ja letztendlich etwas, wo ich hoffentlich alle dran arbeiten, dass unabhängig davon, wie dieser Konflikt ausgeht, die Menschen, die da diesen Konflikt überleben, auch so friedlich miteinander überleben können, dass dieser Konflikt sich nicht auf alle Ewigkeiten verfestigt. Und das ist, glaube ich, eine Frage, da ist die Politik gefragt. Vielleicht brauchen wir auch eine Kultur des Friedens, eine Kultur des Dialoges. Es gibt Methoden, psychopolitischer Dialog und derlei Dinge, die umgesetzt werden können. Bisher war das in der Geschichte so, dass das 1 bis 2 Generationen braucht. Vielleicht, wenn wir jetzt feststellen, es gibt größere Herausforderungen, die du auch genannt hast, wie die Umweltzerstörung, dass das unter Umständen ja neue Windows of Opportunity eröffnet, dass wir sehen, eigentlich trinken wir alle dasselbe Wasser, atmen dieselbe Luft und wenn das beides nicht mehr da ist, dann ist eigentlich unsere eigentliche Existenz bedroht und dann die Streitigkeiten um ein wenig Territorium in Häkchen bitte erscheinen dann doch ein wenig, ja, wirklich gestrig. Insofern, ja, du hast das rausgestellt, viele Sachen sind gestrig, dass Nationalismen plötzlich wiederkommen, dass der Krieg zurück nach Europa kommt, was sich niemand gewünscht und eigentlich auch niemand erhofft hat. Nun ist es aber leider blutige bis bittere Realität, dass wir dann gucken, wenn wir in irgendeiner Form, und ja, das ist ein langer Prozess, da gebe ich Ihnen absolut recht, das ist ein wirklich langer Prozess, dieses auszugestalten, gerade wenn sich auch abzeichnet, dass die Fronten sich verhärten, dass wir unter Umständen auf eine längere Auseinandersetzung einstellen müssen und dabei dann auch die globalen Fragestellungen, Klimawandel und so weiter, nicht aus den Augen verlieren dürfen. Insofern kann ich auch nur alle Beteiligten auffordern, dass wir uns gemeinsam zusammentun, gemeinsam überlegen, wie können wir allen Opfern und allen geflüchteten Menschen aus den Kriegsgebieten Unterstützung anbieten und wie können wir gemeinsam, auch mit deren Erfahrung, häufig fliehen die ja auch wegen des Klimas, die entsprechenden ja, umweltpolitischen und damit zusammenhängend gesellschaftlichen Umstellungen machen. Die wichtigste Frage, wie ja viele Philosophinnen und Philosophen sagen, der nächsten 200 Jahre ist die Neuordnung des Mensch-Natur-Verhältnisses. Dann sollten wir es auch schaffen, eine, ja, sag ich mal, kriegerische Auseinandersetzung vor diesem Hintergrund auch zu lösen, hoffentlich. Wenn ich einen Satz oder zwei Sätze zu dieser These, wir haben nicht mehr viel Zeit, das schließt sich ja daraus, wenn wir uns einfach die Geschwindigkeit in der Krisen in den letzten 10, 20 Jahren aufeinanderfolgen anschauen. Also von großen Finanzkrisen, natürlich die ökologische Krise, Pandemie, Kriege, alles, was sich sehr stark beschleunigt und aufeinanderkommt, verstehe ich, dass man das auch häufig so hört. Wir haben nicht mehr viel Zeit, um das mal endlich in den Griff zu kriegen. Ich sehe das natürlich auch so, gerade was die Naturzerstörung angeht und Klimawandel. Ich teile aber ausdrücklich dieses Narrativ, dass wir auch Momente des Gelingens, das ist ein sehr schöner Ausdruck, hier schaffen müssen, einfach um uns selber auch ein Stück weit zu bestärken darin, weil nichts ist schlechter als immer nur in einer Negativspirale von Krise folgt auf Krise, weil dass man dann tatsächlich sich hinstellt, also wir machen jetzt mal was. Je mehr Krisen man hat, desto mehr zieht man sich zurück und denkt sich, können wir eh nichts machen, es kommt eh die nächste Krise als nächstes. Deshalb braucht es, glaube ich, auch diesen Gegenpol. Und wir haben, meine Frau und ich, auch aktiv gesagt, hier, wir wollen Kinder auch in diese Welt setzen, auch wenn wir wissen, dass die Welt, in der die aufwachsen, viel schwieriger und vielleicht viel krisenbehafteter ist, als wo wir noch aufgewachsen sind. Aber ich glaube, es lohnt sich einfach, auch dagegen anzuarbeiten und so viel wie möglich auch nach vorne zu bewegen, dass wir das nicht alles von heute auf morgen schaffen und dass es auch immer wieder Rückschläge gibt. Und gerade die populistischen Bewegungen aller Welt und das Zurückdrängen der liberalen Demokratie spielt natürlich auch hier eine große Rolle, aber den Optimismus würde ich an der Stelle nicht aufgeben wollen, dass wir auch noch was reißen können, um einfach auch eine lebenswerte Welt auch weiterzutragen, die wir in der Vergangenheit hatten und dass wir da auch wieder ein Stück weit näher hinkommen. Die Rolle der Zivilgesellschaft, also in der Ukraine 2014, erster Angriff und Krimbesetzung, das hat sehr viele bewegt und jeder hat angefangen zu handeln. Auch in dieser Situation haben wir gesehen, wie die Zivilgesellschaft sofort angefangen zu agieren und was zu tun, und erst dann folgte Politik und alles andere. Und ich glaube, man braucht dieses Umdenken, also das muss dieser Transformationsprozess sein für jeden Einzelnen. Ich kann was machen und ich tue das auch und warte nicht vom Fernsehen oder wo auch immer, bis die Politik für mich die Rahmenbedingungen schafft, sondern ich agiere aktiv und Kunst inbegriffen. Darf ich ein Wort nehmen? Ja. Also deswegen haben wir unsere Diskussionsplattform bis zum halb acht gesagt, weil jetzt fängt ein Konzert an, aber wenn das euch nicht stört, können wir weitermachen. Nataliya, es gibt eine... Das ist übertrieben, ne? Ja, das wird eine Welt liegen. Nataliya, eine Frage von unserer Co-Organisatorin Anna Wolf, die jetzt uns live auf Twitch in München anschaut. Du als Ukrainerin, was wünschst du dich von deutscher Politik? Also ich lebe schon seit über 20 Jahren in Deutschland und habe auch deutsche Staatsbürgerschaft. Deswegen, ich fühle mich sowohl der ukrainischen als auch deutsche Gesellschaft angehörig. Ich wünsche, dass natürlich schneller gehandelt wird und da unterstützt wird, wo diese Unterstützung benötigt wird. Zum Beispiel humanitäre Situation und Krise zeichnet sich in Afrika ab, aber die ist aktuell in der Ukraine ganz akut. Also Menschen brauchen Nahrungsmittel. Und als Verein, wir sammeln auch Spenden, haben Spendenhalle in Nendover Chaussee, also jeder kann mitmachen, auch wenn man Packung Nudeln hinbringt, also das, damit ist schon geholfen, weil wir liefern dank den Freiwilligen, die aus allen Ecken kommen und da auch tätig sind, auch direkt in die Ukraine. Und ich wünsche, dass diese Unterstützung weiter da ist, und es freut mich sehr, dass die Politik erwacht ist, weil das, was jetzt passiert, passierte auch vor 8 Jahren und man hat einfach die Augen zugemacht. Und es freut mich sehr, dass solche Gelegenheiten entstehen, dass die Zivilgesellschaft ernst genommen wird und sich mitbeteiligen kann, die Unterstützung aus der Politik, Kulturschaffende, Wissenschaft. Und ich glaube, wenn wir unsere Kräfte verbündeln und ein klares Ziel vor Augen haben, und das ist Frieden und friedliches Zusammenleben, dann können wir auch ja, mit diesen positiven Gedanken jeden Tag was Gutes tun. Bitte, und dann Sina da. Ich wollte mich auch erstmal bedanken, auch wenn sagen wir, die Fragen, die Ukraine angehen, und Krieg angehen und Kunst angehen, so ein bisschen für mich, für meine persönlichen Verhältnisse etwas disparat hier angeklungen sind. Es wird natürlich auch über Krieg gesprochen, es wird über Kunst gesprochen. Wir bringen aber nicht diese Werke, die wir hier sehen und die wir hier gesehen haben, wie bringen wir denn das auch wirklich auf unsere heutige persönliche Ebene? Das hat mir ein bisschen gefehlt, aber Frau Otto hat das wirklich ganz gut gemacht. Ich würde mal auch sagen, versucht. Manchmal ist es ja nicht ganz so einfach. Was ich aber, das ist nicht eigentlich mein Thema. Mein Thema wäre was ganz anderes. Es gibt so viele Fragen, die ich auch in den Medien kaum beantwortet bekomme und natürlich auch hier nicht. Aber ich wollte einfach diese Frage einfach nur stellen, weil es ist unbefriedigend, auch diese ganzen Fernsehauftritte von Politikern und alle Leute, die immer was zu sagen haben, aber auf die Grundfragen eigentlich kaum eingegangen wird, oder wenigstens habe ich es nicht erlebt. Eine Frage wäre beispielsweise, was machten die Vereinten Nationen? Warum schweigen die, oder die haben irgendwann mal eine Resolution herausgegeben und Russland verurteilt, aber danach passierte nichts. Blaue Emissionen hat es ja viele gegeben, aber immer nur in Ländern, wo man einigermaßen sicher war, dass man da nicht allzu viel kaputt macht. Warum macht man das nicht? Warum gibt es da nichts? Sind wir alle feige, eine solche Mission ins Leben zu rufen oder die Vereinten Nationen dazu kriegen, dass so etwas mal gemacht wird? Das wäre die eine Frage, die ich habe. Die zweite Frage ist, was will eigentlich Putin? Warum greift er die Ukraine an? Er hat sich ja schon bei der Krim ein bisschen was geholt, auch der Häfen, das war klar. Aber warum die Ukraine jetzt? Und dann war erst einmal, sind ja die Russen auf Kiew marschiert, auf einmal haben sie gemerkt, das schaffen sie nicht, und dann gehen sie jetzt auf diese zwei pseudo-selbstständige Republiken, die sich da ausgerufen haben, wollen die wahrscheinlich einverleiben. Ist dann zu Ende? Ist das dann das Ziel? War da das Ziel, was Putin hatte? Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Meine dritte Frage beispielsweise ist auch, wir liefern Waffen, immer peu à peu, immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen stärkere Waffen. Bringen wir den Frieden dann näher? Ich meine, schaffen diese Waffen, die Russen aus der Ukraine rauszuvertreiben? Schaffen wir das mit den, und vor allem, warum schaffen wir das nur immer ein Stückchen, noch ein Stückchen und dann noch eine etwas schwerere Waffe und dann noch eine Spitze mehr? Ich finde das eigentlich ein bisschen, wie soll ich sagen, traurig, was da passiert, und insgesamt habe ich nicht den Eindruck, dass der Krieg deswegen schneller zu Ende wird und vor allen Dingen für die Ukraine siegreich werden kann. Deswegen finde ich also auch die Waffenlieferung eigentlich, also Waffenlieferung gegen Politik, wäre mir die Politik lieber. Das sind alles so Fragen, die hier natürlich erstmal gar nicht angeklungen sind, aber irgendwo schweben bei mir oben im Kopf, und dann ist es natürlich schön, dass es Künstler gibt, die sich auch mit dem Krieg auseinandersetzen oder so. Das ist natürlich eine wichtige Frage für die Kultur an sich, aber die anderen Fragen sind immer noch nicht gelöst. Ja, vielen Dank erstmal für diese spannenden Fragen. Sie wollten Ihre auch noch stellen, dann notiere ich beide. Vielleicht so eine kleine Zusammenfassung, was Erdöl oder Gas angeht, Energie, Energiegewinnung, Strom. Und wenn wir jetzt den Strom ausschalten, gibt es dann diese Kunst noch? Ja, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen defetistisch. Nee, das kann immer noch gemalt werden. Das stimmt. Wollen Sie jetzt wieder zurück zur Malerei? Nein, das war im Grunde genommen eine kleine Zusammenfassung in einer Frage. Ja. Es wird sich nicht viel ändern, weil wir unsere VR, AR, XA und so weiter werden wir ja haben. Und ich beteilige auch Sie dabei. Ja, ich würde noch einen ganz kurzen Satz sagen. Denn es ist in der Tat, ich finde, es ist wirklich eine Kunst, die Kunst in Beziehung zu stellen zu verschiedenen Dingen. Und das ist aber auch eine tolle Kunst und eine wichtige Kunst. Und es geht ja auch nicht darum, dass sie jetzt was zeigt, die den Krieg zeigt, die Verwerfungen zeigt, also so sozusagen bebildert, ja, visualisiert. In dem Sinne, darum geht es nicht einzig, denke ich, und auch hier nicht, sondern es geht einfach darum, eben Beziehungen zu schaffen. Ne? Also es ist, glaube ich, so, dass Europa die Ukraine in den letzten Monaten wirklich auch kulturell und auch historisch nochmal neu kennengelernt hat, und das war wichtig. Es war einfach irgendwie auch eine Bildungslücke, und die wird geschlossen jetzt, und das ist toll. Da geht es gar nicht, denke ich, auch dieser Ausstellung darum, dieses Thema jetzt sozusagen so nur auf so einer Ebene es ist der Anlass sozusagen, zueinander zu kommen und dann zu gucken, was passiert. Aber jetzt, Entschuldigung, ich komme da sehr gut rein ins Süden, ich bin geboren in Peru, und ich finde faszinierend, also ich habe auch Hochschule, ich sage Koch, in Ausführungszeichen, weil mehr und mehr merke, das Wissen, der gewechselte Fachbegriffe und Wissen mit Weisheit. Und für mich Weisheit steht ein bisschen Oberhand. Und selbst habe ich angefangen, auch Kunst und Kunstanthropologie zu studieren und viel mehr begriffen, was ist Kunst, was ist nicht Kunst. Und ich glaube, im Grunde genommen, und wir sprachen über den Sturm, wenn wir Sturm, gibt es diese Kunst nicht mehr. Ich glaube, wir müssen sprechen, und es hat zu tun mit dem schönen schönes und das sehr symbolisches Plakat und viele Themen, die heute eng verflochten sind, ist eigentlich sprechen wir über etwas, das auch gemeinsam wir alle als Menschen haben und ist diese resiliente Kraft, kreative Art. Es kommt, also weil wir vielleicht Kunst nennen, können wir vielleicht in den Anden von Peru oder in Indien nicht als Kunst nennen, aber es gibt etwas Gemeinsames, dass es etwas Kreativeres, Kreare, das Entstehen, das es schafft und das gibt Hoffnung und das ist was ganz schön, nicht nur das negative Denken, sondern statt diese Bipolarität, Kunst und Krieg, würde ich sprechen über das Lebendiges, Erneuerndes, das gegen was Verstorbenes ist Teil, das Verstorbenes ist Teil des Lebens, aber es muss im Kreis kommen. Es muss das, ich war total berührt. Es war einmal durch die Tränen, als ich auf berufliche Gründen über Studien in Rio war und war kurz nach Marielle, das ist eine der Aktivisten, politische Aktivisten, getötet wurde, gemordet wurde. Und natürlich könnten die Menschen auf der Straße gehen und alles zerstören. Und ich habe so Graffiti gesehen. Wir waren Kreationen, bunte, unglaubliche Kreationen mit Marielle und Marielle lebt. Und ich war, da kriege ich wieder Gänsehaut, weil in dem Moment hatte ich das Gefühl, sie haben mit Leben, mit das Kreatives, mit das Erschaffenes, das Zerstörung gemacht. Und Marielle lebte. Und ich fühlte, dass sie lebte auf der Straße. Und das ist weiter Momente, wo ich Tränen hatte. Ich war in der Gewälzen und natürlich war total, ich fühlte mich total, also diese Bilder von Destruktion und alles zu sehen, wie pervers sein kann, aber ich habe richtig geweint, als ich sah in meiner Ecke, das gab etwas, das nicht ohne Strom, mit was sie hatten, die Überlebende als Dankeschön, die wir freigegeben haben und es war auch ein wunderschönes, also gemalte, kleines, also mit was sie hatten. Und ich dachte, diese Menschen haben überlebt, weil sie dieses kreative Zusammen noch in sich hatten. Und ich glaube, zwei Punkte sind ganz wichtig und es ist zuerst das Kreative und das Kreative aber gemeinsam, in Verbindung mit dem anderen. Und das ist das, was hier in unterschiedlichen Momenten, wie gesagt, in Schubladen, Kunst, Politik, Kultur kommt, aber es muss auf eine viel größere Meta-Ebene angesprochen werden. Und das fand ich so schön, die Metapher von den Wählen interessant. Ich fand im Frühling die Metapher, ich hatte meinem Mann gesagt, als wir in der Allee hier in Gernhausen waren, diese Gernhausallee, und dann kommen die kleinen Mini-Blümchen. Und ich habe ihm gesagt, wenn nur ein Blümchen wäre in dieser Nähe, würden wir vielleicht das nicht merken. Und wir haben den Winter, das war sehr kalt, einmal habe ich gesagt, denken, dass wir überlebt haben, das gestern war unter Null. Und am nächsten Tag waren wir da und es war alles blau noch, weil sie nur gemeinsam schaffen diese Bilder. Und ich glaube, das müssen wir und in den vielen vielleicht zu der Wirtschaft und so vielleicht denken, wir müssen nicht nur denken, ich würde nicht in der Diskussion über Waffenlieferung oder so, sondern wie können wir auch einen Paradigmenwechsel zwischen nur haben, also glauben, vielleicht andere, was mehr eine Art Kultur, eine ganz, also verständlich, dass das Share and Care, statt das Haben und Sein und Konsum orientiert ist. Vielen Dank für die Teilhabe an deinen Überlegungen und Gedanken, dass du dich auch entäußerst. Ich würde doch gerne hier vorne was zu sagen, was Sie gesagt haben, weil ich es unfair finde, Kommentare oder Einwürfe unbesprochen zu lassen. Besonders was Ihren Einwurf angeht und die Zweifel angeht, kann man Frieden schaffen, auch mit Waffen. Es gibt eine aktuelle Umfrage in der Bundesrepublik, Sie sind nicht allein, sondern 50%. Also die Hälfte der Bevölkerung stellt sich gerade die Frage, ob das richtig ist. Insofern sollten wir das vielleicht auch als kleine Hausaufgabe entsprechend mitnehmen, dass wir uns selber auch hinterfragen, wenn wir handeln, wenn wir sozial handeln, wenn wir politisch handeln, was wir damit bewirken und auch, was wir vielleicht und wie wir gegenüber unseren Mitmenschen handeln, was das Ganze bewirkt. Auch, dass wir vor allen Dingen unser Handeln hinterfragen, dahingehend, dass wir nach Alternativen suchen. Und das ist vielleicht der Moment der Kreativität, wo politisches Handeln und Kreativität übereinkommen. Die Frage nach Alternativen, wenn etwas Neues entsteht, ist es erstmal kreativ. Und das verbindet, glaube ich, auch die Suche nach dem Frieden und die Suche nach dem, was wir vorhin besprochen haben, die Welt des guten Gelingens, dass wir uns stetig hinterfragen sollten, so wie Sie das vorhin auch gemacht haben, auch Selbstkritik, selbstkritisch eine Position bezogen haben und dann auch zu sagen, es ist ein langer Prozess dahin und die Probleme der Welt lassen sich nicht von heute auf morgen mit einfachen Lösungen und einfachen Erzählungen lösen, sondern es ist ein komplizierter Prozess, den wir gemeinsam beschreiten sollen. Das kann jeder für sich individuell machen und das müssen wir auch gesamtgesellschaftlich tun und das entsprechend auch kommunizieren und auch respektvoll sein, wenn andere Menschen erst einmal andere Lösungen haben oder vielleicht auch Alternativen sehen, die wir nicht sehen und es nicht gleich kategorisch ausschließen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen Hoffnung vermitteln, ob der anderen Fragen, die Sie auch gestellt haben. Und ja, ich stelle mir die Frage auch, macht das Sinn? Wenn wir noch mehr Waffen liefern, kann es auch zu einer Verlängerung des Konfliktes führen. Zeichnet sich ja auch gerade ab. Für mich liegt das so ein bisschen, wie Trump gesagt hat, man musste die Lehrer jetzt bewaffnen. Das ist etwa die gleiche, sagen wir, Metapher. Ne? Mehr Waffen schaffen nicht mehr Frieden. Ich glaube, das Gegenteil tut es auch nicht. Ich glaube, wir könnten auch langsam mal zu Ende kommen. Und vielleicht können wir Sie noch auf einen netten Drink einladen. Ja, wir haben da noch so mehrere Stehtische, die können wir schnell rausholen. Dann haben wir noch jede Menge Getränke hier. Und Sie können sich gerne noch weiter unterhalten zu diesem Thema. Alle sind hier noch und wir können das vielleicht langsam so übergehen lassen in kleinere Diskussionsrunden. Dankeschön. Toll. Ich habe ja keine einfachen Fragen gestellt.